Liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und eine schöne Veranstaltung. Bitte begrüßen Sie Ihren Moderator, Matthias Pascottini. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Willkommen im Kongresscenter Villach. Willkommen, wenn Sie im Livestream mit dabei sind. Herzlich willkommen zur ADV E-Government-Konferenz 2021. Treffen sich 300 Digitalisierungsexpertinnen und Experten in Kärnten, sagt der eine zum anderen. So klingen manchmal Witze, die hier auf der Bühne erzählt werden. Wir sind ja hier im Herzen des Villacher Faschings, quasi ein Tempel österreichischen Kulturguts. Jänner und Februar finden die Faschingssitzungen da statt und ich habe mir ein bisschen eingelesen, auch in die Thematik des Villacher Faschings. Und die Faschingsgilde hat ein erklärtes Ziel und das ist es, die Besucher für einige Stunden aus dem oft stressigen Alltag zu entführen. Und de facto ist es genau das, was wir mit Ihnen in den kommenden Tagen vorhaben. Wird in der Ausprägung im Ergebnis ein bisschen anders sein, aber wir wollen vom Schreibtisch einen Schritt zurück machen, wollen Neues lernen, neue Menschen kennenlernen, die Chance bieten, dass sie sich untereinander austauschen können, voneinander lernen können und vielleicht Wege finden, einander gut zu unterstützen. Schön, dass Sie sich dafür Zeit nehmen, schön, dass Sie dafür nach Villach gekommen sind. Wie läuft das Ganze heute Morgen? Wir werden am Vormittag hier Keynotes im großen Saal haben und später am Nachmittag uns auf insgesamt 3 Säle aufteilen. Die anderen beiden Säle finden Sie dann im Obergeschoss in etwa die Himmelsrichtung. Dort finden Sie die anderen beiden Säle. Thematisch bewegen wir uns ein bisschen so zwischen digitaler Humanismus, den Themen Partizipation, Transparenz, Cloud-Services, ihre Risiken, E-Health und. Und Sie können natürlich, damit es nicht Einbahnstraßen wird und alles von hier, von der Bühne nach unten geht, können Sie auch gern jederzeit den Rückkanal nutzen. Wir werden nach den Vorträgen immer wieder, sofern es die Zeit erlaubt, Fragen einholen und möglichst die hier auf der Bühne beantworten. Das Ganze läuft dann so, dass Sie bitte die Hand heben. Wir kommen mit einem Mikro bei Ihnen vorbei. Sie stellen Ihre Frage und unsere Expertinnen und Experten werden das beantworten. Wenn Sie im Stream eine Frage haben, haben Sie ein Chatfenster am rechten unteren Rand des Bildschirms. Einfach dort reintippen und wir werden dann die Frage an die Expertinnen und Experten weiterleiten. Ich stehe dann immer dann auf der Bühne, wenn niemand was zu sagen hat, der wirklich was zu sagen hat. Ich informiere Sie dann einfach nur, wie geht's von A nach B, was ist der nächste Punkt, was haben wir heute vor, damit wir auch organisatorisch gut durch diesen Tag kommen. Wir haben natürlich auch einige Networking-Pausen für Sie, wo Sie sich ein bisschen austauschen können. Es gibt, wie Sie eh schon gesehen haben im Foyer, Sponsorstände unserer Partner, wo Sie sich auch über neue Technologien und Produkte informieren können. Jetzt holen wir aber, bevor es inhaltlich total in die Tiefe geht, 2 Herren auf die Bühne, die sich mit viel Leidenschaft für diese Konferenz einsetzen. ADV-Präsident Roland Ledinger und der Villacher Stadtrat Harald Sobe. Ich darf Sie bitten, meine Herren, einmal an die Linke, einmal an die Rechte, das wäre schön. Danke vielmals. Herr Ledinger, wir stehen am Start von 2 sehr spannenden Tagen, wie wir alle hoffen. Wie schaut es mit Ihren Erwartungen aus an diese Konferenz? Also meine Erwartung hat sich schon gestern erfüllt, nachdem 50 Leute beim Speaker-Dinners waren, wo ich gesagt habe, wir haben dafür zu viel bestellt. Ja, nicht nur das Essen, sondern auch den Platz. Also ich bin total überrascht, dass so viele präsent sind, aber es zeigt uns auch die Pandemie, dass wir hier ganz einfach wieder das Netzwerken, das Soziale suchen und nicht nur das Digitale, wenngleich ich sagen muss, dass das Digitale schon angenehm ist und wir einen richtigen Boost bekommen haben und es macht auch Freude, ja, als Digitalisierer, dass wir auch hier sozusagen mit der Pandemie einen richtigen Boost bekommen haben und den müssen wir jetzt nur entsprechend nutzen. Und glaube, dazu haben wir die nächsten beiden Tage Zeit, diese Erfahrungen aus diesen letzten 2 Jahren, aber auch neue Ideen auszutauschen und zu nutzen. Und insofern bin ich total froh, dass so viele vor Ort gekommen sind und möchte mich auch ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die gekommen sind für die Organisation, auch bei der Stadt Villach, die uns das ermöglicht hat.
auch insbesondere bei der Frau Bundesministerin, bei der Margarete, die extra von Wien angereist ist, heute um 5 in der Früh aufgestanden ist, um hierher zu kommen, ja, oder um 6, ja. Aha, okay, nein, entschuldige, dann wurde ich falsch informiert, aber trotzdem ist schön, dass du gekommen bist und freut uns sehr, dass du uns hier auch sozusagen deine Wertschätzung gibst und glaube, das ist ein ganz wichtiger Input für uns alle, dass wir hier wieder gemeinsam uns austauschen und Erfahrungen sammeln können und entsprechend weitergeben können. Niemand kennt das Programm wahrscheinlich so gut wie Sie. Welche Highlights haben Sie sich schon rausgepickt so für die nächsten beiden Tage? Worauf freuen Sie sich besonders? Ja, also ich glaube, es ist sehr vielfältig, das Programm. Wir haben es sehr breit zwischen Technologie, aber auch sowas Thema wie digitaler Humanismus. Ich glaube, das, was uns die Digitalisierung gezeigt hat in den letzten 2 Jahren, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte. Es haben sehr viele Menschen gefühlt, dass sie überrollt worden sind von dieser Digitalisierung. Das müssen wir mit bedenken, dass wir sozusagen den Nutzen herausziehen. Es macht uns natürlich Freude, wenn wir so in die Breite gehen und wenn ich nur zum Beispiel die Handysignatur, da haben wir immer die Killer-Anwendung gesucht, ja. Jetzt haben wir sie mit dem sozusagen Zertifikaten und mit dem Abholen der Nachweise, der Impfnachweise, haben über 2,6 Millionen, also haben in den letzten paar Monaten 1 Million zusätzlicher Nutzer, aktiver Nutzer gefunden. Auf der anderen Seite müssen wir halt bedenken, dass wir diese Systeme auch so machen, dass sie zum Nutzen der Menschen sind, dass sie auch mitkommen, dass sie das auch mit sozusagen zu ihren persönlichen digitalen Parallelleben auch nutzen können. Und ich glaube, deshalb ist so Themen wie digitaler Humanismus total wichtig, dass wir die angehen, dass wir das also auch betrachten. Und der andere Teil sind halt die Erfahrungen, die wir mit technologischen Weiterentwicklungen machen. Da haben wir das Thema Cloud, das ist begleitet uns schon sehr lange, das ist jetzt kein neues, aber natürlich auch künstliche Intelligenz und diese Dinge sind ganz wichtig, dass wir die austauschen. Aber wofür wir als ADV auch immer stehen, ist immer von der Praxis für die Praxis. Also es ist nicht nur wichtig, in die Zukunft zu schauen und zu schauen, was tut sich da, wo muss ich mich hinbewegen, sondern auch, welche Erfahrungen haben andere gemacht, von denen ich partizipieren kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Teil hier, dass man dieses Motto der ADV von der Praxis für die Praxis, diesen Erfahrungsaustausch auch hier in Speziellen durch Vorträge, durch Erfahrungsberichte von Anwendern entsprechend vermitteln wollen und das als Fokus auch immer wieder dieser IGAV sehen, diesen Erfahrungsaustausch. Einiges, was wir so vorhaben in den nächsten beiden Tagen, und wir bewegen uns hier, ich habe es gesagt, auf quasi aus Kärntner Sicht fast heiligen Boden, also im Kongresscenter Villach. Herr Sobe, Sie kennen uns natürlich sehr gut hier und ich denke, auch dieses Publikum, auch wenn es nicht das Faschingspublikum ist, ist ein sehr schönes. Da kommen Digitalisierungsexpertinnen und Experten aus ganz Österreich über die Grenzen hinaus, wollen zum Wohle von Bürgerinnen und Bürgern was gestalten, uns gemeinsam mit digitalen Mitteln das Leben ein bisschen erleichtern. Das muss Sie eigentlich ganz fröhlich stimmen, oder? Ja, ganz sicher. Also ich sage, hier ist auch im Endeffekt der Mittelpunkt der 5. Jahreszeit in Villach. Und so wie Sie gesagt haben, also im Endeffekt ist es für uns sehr wichtig, erstens wieder, dass es möglich ist, dass Menschen miteinander kommunizieren können, ohne Maske, ohne der, sagen wir, den Hintergrund dieser Pandemie. Und glaube ich, ganz wichtig war es eben, dass wir die Vorzeichen erkannt haben, dass wir gewisse Sachen schon gemacht haben. Die Stadt Villach arbeitet seit 2016, glaube ich, schon an einem E-Government-Trail und das funktioniert auch recht gut. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist und ich glaube aber auch, dass es auch interessant ist, was da heute kommuniziert wird, was herauskommt, weil das wird die Zukunft sein. Wir werden um das nicht herumkommen. Es ist nur in 2 Dingen für mich einmal wichtig, dass man die eine Seite sieht, das ist jene, die, so wie auch der Kollege gesagt hat, die menschliche Seite. Das heißt, es muss auch neben dem E-Government auch möglich sein, am Montag 5 Minuten mit den Kolleginnen zum Reden, was war am Sonntag. Und es muss aber im Endeffekt auch sehr wichtig sein. Und das ist auch entscheidend, wie man mit der Digitalisierung umgeht hinsichtlich der Datensicherheit. Also einige Aufgaben, die auch noch mit auf den Weg geschickt werden. Sie kennen Villach logischerweise sehr gut. Der eine oder andere von uns ist vielleicht das erste Mal hier. Was muss man, wenn die Konferenz gerade Pause macht, unbedingt gesehen haben in Villach? Wenn die Konferenz Pause macht, hat man nicht so viel Zeit, dann sollte man in die Innenstadt gehen. Die Innenstadt ist bunt, ist schön. Man kann da draußen ein bisschen entlang gehen, man kann da ein bisschen flamieren. Aber es gibt einen schönen Hausberg, vielleicht liegt inmitten von Seen. Es wäre schon das eine oder andere, vielleicht noch einen Tag dort zu bleiben, um sich wirklich dann alles zu sehen.
Die Tourismusbetriebe freuen sich. Vielen Dank Ihnen beiden fürs Gastgeben. Vielen Dank fürs mit dabei sein und viel Spaß heute. Herzlichen Dank, Roland Ledinger und Harald Sober. Und die Digitalisierung hat was besonders Schönes. Man muss nicht da sein, um trotzdem bei uns zu sein. Wir haben einige Videobotschaften der Landeshauptleute geschickt bekommen und die möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Wir in Niederösterreich haben uns zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel und den technologischen Fortschritt für Land und Leute zu nutzen. Und um dieses Ziel zu erreichen, haben wir unter anderem eine Digitalisierungsoffensive und Digitalisierungsstrategie ausgearbeitet, die alle Ressorts in der Landesregierung umfasst und ganz konkrete Verbesserungen bringt. Das gilt im Besonderen für die niederösterreichische Landesverwaltung, wo über 90% der Formulare bereits elektronisch zur Verfügung stehen und wo bereits im ersten Halbjahr 2021 160.000 Online-Anträge von überall auf der Welt gestellt, bearbeitet und abgeschlossen wurden. Geschätzte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viele neue Eindrücke und weiterhin alles Gute, gesund bleiben, toi toi toi. Die Pandemie war es, die uns in Vorarlberg besonders stark gezeigt hat. Keine Virusbekämpfung ohne Digitalisierung, ansonsten wären wir in allem viel zu langsam. Das heißt, E-Government und Digitalisierung sind die Themen, die jetzt unter das Brennglas gekommen sind. Und die sind natürlich in Vorarlberg ganz oben auf der politischen Agenda. Gerade im letzten Jahr haben wir gesehen, wie wichtig eine leistungsfähige digitale Verwaltung ist. Nicht nur in Krisenzeiten, sondern tagtäglich ermöglicht sie bürgernahe, schnelle Abwicklungsverfahren in zahlreichen Belangen. Wir wollen Bürgerservice und Verwaltung mit Mehrwert bieten. Darum nutzen wir digitale Tools und schaffen damit moderne Möglichkeiten in allen Bereichen der Landesverwaltung. Und wir fördern auch ihre Weiterentwicklung. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, herzliche Grüße an die E-Government-Konferenz in Villach aus Salzburg. Ich freue mich sehr, dass diese Konferenz möglich geworden ist. E-Government ist essentiell für die Verwaltung. Moderne Verwaltung wäre ohne E-Government gar nicht vorstellbar. Und jetzt in Zeiten der Pandemie haben wir natürlich einen Beschleuniger erfahren, gerade was Digitalisierung betrifft, was Entwicklung von intelligenten Systemen betrifft. Aber wir haben auch die großen Bedenken und Sorgen in Richtung auf Sicherheit, auf Cyberkriminalität, die ja vor nirgends und nichts Halt macht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen fruchtvolle Gespräche. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, das ist ein Hilfsmittel. Dazu braucht man auch eine digitale Kultur. Die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung und des E-Governments richtig einzusetzen, das ist immer die Grundvoraussetzung. Auch in diesem Aspekt wünsche ich gute Gespräche und sende meine besten Grüße aus Salzburg. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der E-Government-Konferenz 2021 in Villach. Das Motto der heurigen Konferenz lautet vom E-Government zur Digitalisierung und stellt die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt. Auch wir in Tirol schenken dem Thema Digitalisierung der Verwaltung in den kommenden Monaten höchste Aufmerksamkeit. Wir durchleuchten unsere Verwaltungsprozesse und wollen mit gezielten Veränderungsprojekten eine Vorzeigeregion im Bereich der Digitalisierung in Österreich werden, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Konferenz und ergebnisreiche Diskussionen. Einige Aspekte, einige Blickwinkel auf dieses Thema der Digitalisierung und des E-Governments haben wir jetzt ja schon gehört. Und da gibt es natürlich einen weiteren, nicht ganz unentscheidenden, das Entwickeln von digitalen Services zur Verwaltung ist was Ihnen wahrscheinlich
sehr viel Begeisterung bringt, wo Sie sich austoben können, weil Sie die Expertinnen und Experten sind. Aber natürlich gibt es da diesen großen weiteren Punkt, dass das natürlich etwas ist, das für Bürgerinnen und Bürger ist, für die Betriebe wichtig ist, dementsprechend für den Wirtschaftsstandort wichtig ist, im Endeffekt also für uns alle wichtig ist. Das ist jetzt sehr verkürzt und vor allem kommt es von mir und meine Expertise ist in dem Thema äußerst begrenzt. Deswegen hören wir uns das ein bisschen ausführlicher und von einer Expertin an. Und zwar der Dame, die uns jetzt alle Hintergründe dazu erzählen kann, die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Margarete Schamböck. Sehr geehrter Herr Stadtrat, lieber Herr Nationalratsabgeordneter Peter Weidinger, lieber Herr Präsident, lieber Roland, lieber Paul, sehr geehrte Damen und Herren. Viele von Ihnen kennen mich schon sehr, sehr lange und Sie wissen, dass ich für das Thema Digitalisierung brenne und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier zu sein, dass ich persönlich bei Ihnen da sein kann, das ist mir auch wichtig und das möchte ich Ihnen auch so mitgeben. Ich möchte mich auch bedanken, nicht nur bei der Arbeit des ADV und für diesen Kongress, sondern bei Ihnen allen für Ihre Arbeit, die Sie in den letzten Wochen, Monaten und Jahren geleistet haben. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, wie herausfordernd IT-Projekte oft sind, dass Politiker oft kommen und sagen, naja, das hätten wir gern und dann kommen es noch 14 Tage, bist nicht schon fertig. Ich weiß, dass das in der IT und in diesen Projekten ganz anders ist und dass Ihre qualitative Arbeit gefragt und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön von meiner Seite. Jeder hier hat wohl das Gefühl, dass eine ganz besondere Zeit ist. Ein besonderer Moment, in dem wir die Zukunft beeinflussen. Und ich glaube, da sind wir mit Steve Jobs einer Meinung, der das gesagt hat, dass gerade jetzt nach dieser Corona-Pandemie oder am Ende dieser Corona-Pandemie gerade so ein wichtiger Zeitpunkt ist. Es ist schon gesagt worden, dass die Digitalisierung, die Technologien, die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, die Strukturen aufrecht erhalten haben. Es wäre Wirtschaften nicht möglich gewesen ohne Digitalisierung. Es wäre die Schule nicht möglich gewesen. Es wäre nicht möglich gewesen, seine Eltern zu erreichen oder die Großeltern zu erreichen und vieles mehr. Es wäre auch digitale Verwaltung nicht möglich gewesen. Und darum ist jetzt gerade wieder so ein Moment, ein Impuls, den wir nützen müssen aus dieser Covid-Krise heraus. Vielleicht, wenn wir sagen, eine positive Entwicklung, in dem dass es einen Schub gegeben hat, einen Schub nach vorne in allen Lebensbereichen. Und dass wir vor allem bei jenen, die die Vorteile und die Möglichkeiten nutzen wollen und können, viel breiter geworden sind. Also wenn wir gerade die ältere Generation anschauen, dann hat die durch Covid sicherlich sehr, sehr viel mehr Teilhabe nun an den digitalen Entwicklungen. Ich sehe das an meiner Mutter, die jetzt auch schon zumindest die Fotos empfangen kann und aufmachen kann. Und beim nächsten Mal, wenn ich bei ihr zu Hause bin, dann schaffen wir auch das, dass sie selber auch schicken kann. Sie ist über 80 Jahre alt. Ich traue mir heute zu sagen, so wie ich da bei Ihnen bin, dass der Sprung, den wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren durch die Digitalisierung in der digitalen Verwaltung, in der Verwaltung machen, dass der um vieles größer ist, als wir in jener Zeit seit der ersten Verwaltungsreform von Josef II. Gesehen haben. Und das sind immerhin mehr als 200 Jahre. Die Geschwindigkeit nimmt zu und es ist auch gut so und richtig so, denn wir sind dazu da, Lösungen zu bieten, nicht, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, aufs Amt zu gehen, mit jemandem zu reden, sondern dass sich die Menschen, die dort arbeiten, in den Gemeinden, in den Ländern, im Bund, um die wirklich wesentlichen Dinge kümmern können. Dass wir das wegbekommen, was so alltäglich ist, das schnell gehen muss und einfach gehen muss, sodass man
für die Menschen Zeit hat. Und ich sage heute, so wie ich bei Ihnen bin, die Digitalisierung hilft uns, wieder menschenzentrierter zu sein. Wir müssen uns dem nur bewusst sein. Wir müssen die Digitalisierung vor allem in der Verwaltung nutzen, damit Zeit frei wird, damit man persönliche Gespräche führen kann und nicht, damit man nur abarbeiten muss, sondern diese Möglichkeiten haben wir heute durch die neuen Technologien. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie die Covid-Krise verlaufen wäre, wenn uns diese nicht zur Verfügung gestanden hätten, vor allem in der digitalen Verwaltung. Und da nochmal mein großer Dank an Sie alle, gerade für diese schwierige Zeit, wo Sie großartige Leistungen erbracht haben. Eines haben wir auch gesehen. Digitalisierung, vor allem in der Verwaltung, ist Teamwork. Das ist nicht die Arbeit eines Einzelnen, sondern diese komplexen, herausfordernden Projekte, die viele Schnittstellen haben, die viele Stakeholder involvieren, die brauchen die Zusammenarbeit aller. Von den Gemeinden, von den Ländern, vom Bund, von den Unternehmen, die auch heute hier vertreten sind. Wir müssen da die besten Köpfe zusammenstecken, um an der Umsetzung dieser Projekte zu arbeiten. Diese Teamwork, das ist mir immer ein wichtiges Thema gewesen, das ist auch etwas, das uns in Österreich erfolgreich macht. Und entgegen dem, was Medien auch oft immer berichten, wissen Sie und ich, und wir sollten das auch noch öfter kommunizieren, dass wir unter den Top-Ländern, den drei besten Ländern in Europa sind, was die digitale Verwaltung betrifft. Ich habe gestern ein Interview gegeben und die Journalistin war sehr überrascht, dass das so ist. Wir dürfen das auch laut kommunizieren und hinausrufen. Wir sind unter den Top 3 in der digitalen Verwaltung. Und wenn wir uns den E-Government Report anschauen, wo ja in die Tiefe gegangen wird im Vergleich zu Deutschland und die Schweiz, dann liegen wir da ganz weit vorne. Ein Beispiel, in Deutschland machen ca. 45% der Menschen ihre Steuererklärung digital, in Österreich sind es 75%. Und gleichzeitig gehen wir unseren eigenen Weg. Ich war vor wenigen Tagen, das sind ein paar Wochen her, in Estland oben und natürlich holen wir uns von dort Inspiration. Aber natürlich ist es dort auch anders. Und es gibt etwas, was ich nicht will für Österreich, was in Estland der Fall ist. Nämlich der Ausschluss der älteren Bevölkerung, vor allem älterer Frauen, die nur Mindestpensionen haben und vielleicht niemand haben, der ihnen hilft von den Behördengängen. Und das darf und wird in Österreich nicht so sein, weil es ist wichtig, dass wir sie hier mitnehmen und es ist wichtig, dass sie hier Zugang haben und dass das nicht passiert, dass ein sozialer Ausschluss stattfindet, wie es zum Beispiel in Estland, auch Dänemark ist da sehr stark in diese Richtung unterwegs passiert. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich weiß, dass Ihnen das auch wichtig ist, niemanden zurückzulassen und auf dieser Reise jeden mitzunehmen. Und da gibt es natürlich einen Unterschied. Wenn ich auf der grünen Wiese baue, jeder von Ihnen weiß, wenn ein Startup neu gründet, tut es sich leicht. Wenn wir aber bis auf die Kaiserzeit zurückgehende Prozesse haben, dann geht es darum, dass wir auf diesen aufbauen. Und wir haben sehr, sehr gute Dinge entwickelt in den vergangenen Jahren. Da möchte ich auch dem Roland nochmal danken dafür, auch dem Martin, der heute da ist und allen, die mitgeholfen haben, dass wir auf diesem Weg gemeinsam gegangen sind. Wenn wir uns anschauen, natürlich haben wir noch viel zu tun, um unsere Dienstleistungen noch besser, noch kundenorientierter, noch serviceorientierter zu machen. Und natürlich steht da das Thema der kundenzentrierten, bürgerzentrierten Services im Mittelpunkt. Es geht um E-Government, es geht um Mobile Government, es geht darum, ein menschliches Government zu machen, dass jeder das Gefühl hat, das hilft mir wirklich weiter. Wenn wir uns anschauen, was wir zustande gebracht haben, gemeinsam, so ist von der Bundesseite natürlich die gemeinsame Plattform Österreich GVAT und das digitale Amt von großer Bedeutung, die wir auch weiterentwickeln werden und die bleiben werden. Vor kurzem hat der Kanzler mal zu mir gesagt, weißt du, viele andere Dinge werden oft verschwinden und andere werden es anders regeln, aber das sind
Themen, Ihre Projekte, die Sie machen, die werden bleiben in Ihren Gemeinden, in Ihren Ländern und auf österreichischer Ebene. Die werden auch nachher noch da sein. Und die Zahlen sprechen für sich. Wir haben 3 Millionen Nutzerinnen und Nutzer monatlich auf Österreich GVAT. Wir haben 330.000 registrierte User am digitalen Amt und wir haben ganz viele Services, die Sie in Ihren Verantwortungsbereichen einbringen und wo Sie sehr erfolgreich sind. Und Digitalisierung in der Verwaltung muss und darf nicht zentralisiert sein. Es ist richtig und gut, dass Sie Dinge entwickeln. Wir wollen Best Practices haben, dann wollen wir diese teilen und natürlich diese dann auch gesamtheitlich dann einsetzen. Und da haben wir gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wien, mit unterschiedlichen Bundesländern und das ist wichtig und das zeigt auch, dass es wieder nur im Schulterschluss möglich ist. Digitale Services bedeuten für die Menschen was. Wenn ich einen persönlichen Nutzen habe, und wir haben es jetzt gerade gesehen beim grünen Pass, aber auch bei anderen Dingen. Und ein persönlicher Nutzen von mir ist, dass ich Zeit gewinne dadurch, dass ich nirgends hingehen muss, dass ich nicht Zeit verwenden muss dort vor Ort, sondern dass ich, wenn ich das selber möchte, die Services auch am Küchentisch, im Badezimmer, beim Zähneputzen mich ummelden kann, meinen Hauptwohnsitz zum Beispiel ändern kann. Wir dürfen uns aber gemeinsam nicht ausruhen und ich weiß ganz genau, dass Sie das nicht tun, dass an unterschiedlichsten Projekten gearbeitet wird und möchte Ihnen so einen kurzen Überblick geben, woran wir arbeiten im Moment und ein wesentlicher Schritt und darum war auch wieder mein Besuch in Estland wichtig, war das, dass wir dranbleiben an der elektronischen Identität. An dem ID Austria-Thema, ich weiß, es ist ein bisschen später, war eigentlich geplant in meiner ersten Regierungsteilnahme, dann kam was dazwischen, hieß Ibiza, Sie kennen es alle, dann waren wir endlich wieder zurück und ich habe mir gedacht, super, wieder in meinem Ministerium, wieder im Bereich Digitalisierung und Wirtschaft und dann kam Covid, aber wir sind jetzt soweit. Wir haben den Piloten laufen und die ID Austria wird ein wesentlicher Bestandteil aller Services der Zukunft sein. Es ist wichtig, dass die nächsten Generationen das bekommen und es ist wichtig, dass wir es nicht isoliert aufbauen. Vielleicht ist da ist ein bisschen ein Vorteil, dass wir ein bisschen später dran sind, ein Vorteil, den wir sehen bei anderen Ländern. Es ist nicht die richtige Lösung, das isoliert nur für den öffentlichen Bereich zu machen, wie wir es zum Beispiel in Großbritannien, ich glaube Deutschland hat das auch so, denn wir wissen, wie viele durchschnittliche Behördengänge es gibt pro Jahr und es sind irgendwo rund 1,2, 1,5, da kommen wir nicht weiter. Es muss etwas sein, dass wir mit der Wirtschaft gemeinsam tragen, mit den Banken, mit den Versicherungen Anwendungsmöglichkeiten schaffen und dass wir hier ganz weit vorne sind. Ein weiterer Schritt ist, das bald kommt, ist die Ausweisplattform. Dort, das muss natürlich umgesetzt werden und wir haben hin und wieder Verzögerungen auch gehabt durch den Bundesrat. Also Sie wissen, wir hatten dort nicht die Mehrheit, werden jetzt dort die Mehrheit haben, dass wir die Dinge schnell durchgehen. Weil bei IT-Projekten zählt es halt, ob ich 3 Monate zusätzlich noch warten muss, damit die Budgets freigegeben werden oder nicht. Aber wir haben es jetzt geschafft und die Teams arbeiten daran, dass diese Ausweisplattform kommt, die Sie dann in Ihren Verantwortungsbereichen auch nutzen können. Da kommt nicht nur Führerschein und Zulassungsschein drauf, da kommen ganz viele unterschiedliche Ausweise, gibt es da die Möglichkeit, vom Fischereiausweis bis zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Ein Projekt, das mir ganz, ganz wichtig ist und wo ich Sie bitte, das auch mitzunehmen und dann darauf zu schauen, das auch zu nutzen, das ist unser gemeinsames Projekt Once Only. Das ist ein Wort, das meistens außerhalb gar nicht so verstanden wird, aber ich weiß, dass Sie genau wissen, wovon ich spreche. Es geht darum, dass die Daten wandern und die Daten rennen und nicht die Bürgerinnen und Bürger. Was ist unsere Herausforderung? Wir haben ca. 230 Millionen Meldeverpflichtungen von Unternehmen alleine pro Jahr in Österreich. Das kostet der Wirtschaft 4,2 Milliarden Euro. Ich glaube, Sie sollten Ihre Zeit besser darauf verwenden, neue Produkte, neue Lösungen, neue Märkte zu erobern, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, als so viele Ressourcen in das zu investieren.
Und mir geht es dabei ganz besonders um die KMUs. Sie wissen, dass diese Unternehmen nicht so viele Ressourcen haben. Ich habe immer für große Unternehmen gearbeitet, da war das noch relativ leicht zu organisieren. Aber wenn Sie ein KMU haben mit 10 Mitarbeiterinnen, wenn Sie der Chef selber sind, selber draußen stehen, entweder in der Werkstatt oder im Vertrieb und dann noch genau wissen müssen, wenn Sie Ihr Unternehmen übersiedeln, dass Sie 7 verschiedene Stellen informieren müssen, mit 7-mal die gleichen Informationen in jeweils unterschiedlicher Form weitergeben, dann können wir das nicht erklären, dass das sinnvoll ist. Das heißt, unser Ziel ist es, als eines der ersten europäischen Länder mit einer Historie, die wir haben, die zurückgeht bis in die Kaiserzeit, das zu lösen. Und das können wir schaffen, das geht technisch. Wir werden da gemeinsam mit Ihnen arbeiten und meine Bitte ist, wir brauchen Sie wirklich bei der Umsetzung dazu. Denn wir haben jetzt den rechtlichen Rahmen im Sommer geschaffen. Jetzt bauen wir dann diese Metaebene, dass Ihre zuständigen Verantwortlichen genau wo liegen, welche Daten. Und dann müssen wir uns durcharbeiten durch die Behördengänge. Wir beginnen mit der Gewerbeanmeldung, man muss immer selber zuerst bei sich beginnen, aber wir können uns dann durcharbeiten durch jeden einzelnen Fall. Das müssen wir gemeinsam tun und das können wir nur gemeinsam schultern. Das kann nicht ein Digitalministerium alleine tun. Und auf dieser Basis sollen sich dann die zuständigen Behörden auf der gesetzlichen Grundlage der Materiengesetze die Daten dort holen, wo sie hinterlegt sind. Nicht immer beim Bürger, bei der Bürgerin, nicht immer beim Unternehmen, sondern immer vermehrt bei der ersten Stelle, wo diese Daten hereinkommen. Mit den Datenschützern haben wir das abgesprochen und auch gut abgestimmt. Also auch das ist ein wichtiger Punkt. Aber das sind so die wichtigsten Projekte, die wir in nächster Zeit in Umsetzung haben. Wir haben auch den Digifonds eingerichtet, der jetzt endlich durch ist und wir auf die Themen auch zurückgreifen können, auf die Gelder vor allem, die Budgets zurückgreifen können. Da sind Budget- oder ressortübergreifende Projekte drinnen. Aus meiner Sicht hilft Digitalisierung, Silos einzureißen, auch in der Verwaltung. Ich glaube, wir müssen aufhören, von dem alten Prinzip einer Verwaltungsreform zu sprechen und zu versuchen, Verantwortlichkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden hin und her zu schieben. Wir wissen, in welcher Konstellation auch immer, hat das nicht wirklich funktioniert und es hat lange gedauert und dann meistens zu geringer Umsetzung geführt. Aber die Digitalisierung, die digitale Verwaltungsreform, die hilft uns, diese alten Probleme zu lösen und einen neuen Weg zu gehen, einen innovativen Weg zu gehen. Mit den verschiedenen anderen Ministerien möchte ich Ihnen nur 2 Projekte hervorheben, die, glaube ich, für die Zukunft sehr interessant sind. Einen digitalen Schülerausweis oder einen zentralen Chatbot für die Ministerien, dass wir das nicht immer alles wieder neu erfinden. Wir haben uns dort auch an Wien orientiert, die das sehr erfolgreich schon ausprobiert haben, haben das auch zum Teil schon zum Einsatz. Es geht darum, Dinge zu teilen, Best Practices zu teilen, das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden. Die Basis für all das ist digitale Bildung. Und ich weiß, dass Sie das genauso beschäftigt wie mich. Es geht darum, die jungen Menschen mitzunehmen, in den Schulen rechtzeitig zu beginnen und sie auszustatten mit den Instrumenten, die sie brauchen. Und ich freue mich, für mich war das damals wichtig, ein gratis Schulbuch zu bekommen. Für meine Eltern, die durften weder eine Lehre machen, die sind gleich arbeiten gehen müssen, sind Hilfsarbeiter gewesen, beide, meine Mutter in der Gastronomie, dann in der Altenpflege, mein Vater in einem Sägewerk, hat da sein Leben lang gearbeitet. Und da ist es wichtig, dass wir der nächsten Generation die Voraussetzungen mitgeben, dass sie alle Chancen haben, und zwar unabhängig vom Hintergrund der Familie, unabhängig davon, ob sich eine Familie das leisten kann oder nicht. Wir sind jetzt so weit, dass wir die Kinder ausstatten mit digitalen Endgeräten. Wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer mitnehmen, die Großartiges geleistet haben in Covid und einen wirklichen Schritt gemacht haben. Und wir müssen auch die Infrastrukturen weiter ausbauen.
Die Allianz für digitale Bildung, die wir gegründet haben von meinem Ministerium aus mit dem Arbeitsministerium, mit dem Verteidigungsministerium, mit dem Bildungsministerium, spielt hier eine wesentliche Rolle. Und wenn Sie Ideen haben, die einzubringen, ist mein Haus und meine Tür für Sie alle immer offen. Ich danke Ihnen nochmal für Ihre Unterstützung und möchte nochmal mit dem Steve Jobs enden. Lassen Sie nicht zu, dass der Lärm fremder Meinungen Ihre eigene innere Stimme übertönt. Und vor allem haben Sie Mut, im Herzen Ihrer Intuition zu folgen. Die digitale Verwaltung ist das Richtige für Österreich. Das, was Sie tun, ist das Richtige für Österreich. Danke dafür. Lassen Sie uns intensiv gemeinsam daran weiterarbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Bundesministerin. Ich darf Sie jetzt alle bitten, Ihr schönstes Lächeln aufzusetzen, denn wir sind nach dem ersten inhaltlichen Tiefgang schon kurz vor der ersten Pause und davor machen wir noch ein gemeinsames Gruppenfoto. Das heißt, der Fotograf, die Fotografin oder es sind mehrere, können gern zu mir auf die Bühne kommen. Sie schauen, dass Sie möglichst neben dem Menschen sitzen, neben dem Sie auch fotografiert werden möchten und dann sollte das eigentlich gut klappen. Das war jetzt ein bisschen mehr Lachen, als eigentlich gut wäre für das soziale Leben bei der Konferenz, aber es wird schon klappen. Ich höre wirklich Sesselrücken. Es war eigentlich nur eine hohle Phrase, aber Sie füllen sie mit Leben, ist auch schön. Irgendjemand in der 5., 6. Reihe wird besonders gut ausschauen, so wie wir die beiden anvisieren. Achso, noch einmal mit Action. Die Frau Minister würde sich noch einmal mit Action wünschen. Also Wien am Fußballstadion oder es war gerade Villacher Fasching und Sie sind wahnsinnig begeistert. Das wäre jetzt die Idee. Also gern Hände nach oben, applaudieren, was auch immer Sie möchten. Ja, wunderbar. Perfekt. Halb Österreich wird Sie wünschen, warum war ich nicht auf der Konferenz? Scheiße. Jetzt gehen wir in die erste Pause. Wir werden Sie dann wieder mit dem Gong und mit den Glocken nach drinnen bitten in so 10, 15 Minuten. Genießen Sie es bis dahin. Danach geht es bei uns weiter mit der ersten Podiumsdiskussion. Bis später. Markus Richter hier. Ich weiß nicht, ob ich zu hören bin für irgendjemanden. Ich höre Sie, Herr Richter. Hinkele, grüß Sie. Ah, da sind wir schon mal zu zweit. Sehr gut. Sie sind aus Wien. Sehr, sehr spannend. Eigentlich bin ich aus Deutschland, aber ich bin in Wien der CIO. Ja. Ah ja, okay. Wo kommen Sie ursprünglich her? Baden-Württemberg. Ah, Exportschlager. Genau. Ich glaube, es tut sich was auf der Bühne, ne? Ja, ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob die uns zuschalten, tontechnisch, ne? Ja. Ach, sonst unterhalten wir uns. Das ist auch nett, ja. Würde mich tatsächlich interessieren. Sie sind in Berlin jetzt, oder? Nehme ich an, Bundesminister. Ich bin in Berlin, ja, genau. Ja, ja. Großer Aufwand. Ist ja auch einiges los gerade. Ja, genau. Ja, wählen darf ich ja in meinem letzten Wohnsitz in Deutschland. Das ist die Stadt Frankfurt am Main. Ja, da habe ich meinen Wahlkreis dann. Ja, das ist die Logik Wahlrechts. Und ich habe jetzt noch, glaube ich, zwei Wahlen und dann falle ich raus aus dem Wahlrecht. Ja. Ach, so ist das. Okay, wusste ich gar nicht. Nach 25 Jahren ohne Wohnsitz in Deutschland fällt man raus. Ach Gott, und dann dürfen Sie in Österreich wählen auch nicht? Nee. Also man kann in Deutschland das wieder beantragen, wenn man glaubhaft macht, dass man eine irgendwie geartete Nähe zu dem Land noch hat. Ja? Also ich weiß nicht, ob das meine Geschwister, die dort leben, ausreichen, keine Ahnung. Okay, interessant, interessant. Aber ich kenne tatsächlich Leute in Wien, die sind hier geboren, sind aber deutsche Staatsbürger, weil ein Elternteil Deutscher, ja, oder beide. Und die haben, da die nie in Deutschland gelebt haben, haben die nirgends Wahlrecht, weder in Deutschland noch in Österreich. Das ist ja, also ist ja auch irgendwie schräg, oder? Also, ja, ja. Unglaublich. Wäre auch was für die neue Legislaturperiode, sich das mal vorzunehmen. Ich glaube, es wird uns gerade im Chat gesagt, dass wir jedenfalls online schon zu hören sind. Sehr gut. Online sind Freut mich.
Ja, ist doch spannend, uns zuzuhören, oder nicht? Ja, ich glaube auch, das sind keine Geheimnisse, die wir hier verraten. Genau. Nein, das ist wirklich, das ist so ein Klassiker von jeder hat halt sein Wahlrecht, sein nationales. Und sind logischerweise nicht aufeinander abgestimmt. Ne? Wäre natürlich gut in Europa, wenn das ein bisschen mehr zusammenwachsen würde, da an der Stelle. Die sind im Bild, schauen Sie mal. Sehr gut, ich gucke doch freundlich. Wir hören aber noch nichts, also ich, nee, also sonst aus der Konferenz, nee. Hat wahrscheinlich noch keiner das Mikro an. Hoffen wir es. Danke an den Herrn Tod für den Hinweis, aber es war eh nichts Geheimes. Willkommen zurück. Ich hoffe, das erste Durchschnaufen war lang genug für Sie. Ich weiß, wir haben ein dichtes Programm heute. Wir haben viel mit Ihnen vor, aber es sind vor allem sehr, sehr spannende Inputs von sehr, sehr interessanten und versierten Expertinnen und Experten. Einige davon sitzen jetzt schon hier auf der Bühne und werden gleich darüber diskutieren, wie denn Systeme, Techniken, Organisationen möglichst nahtlos zusammenarbeiten können und zusammenwirken können, auch über Ländergrenzen hinaus. Diese Podiumsdiskussion moderiert Kollege Christian Rupp und die Leitung, die Bühne gehört Ihnen. Ja, herzlich willkommen zurück nach einer kurzen Kaffeepause. Ich begrüße alle hier auf dem Podium aus Südtirol, Schweiz, Österreich, Deutschland, damit wir quasi eine ganz spannende Diskussion haben. Ich werde mir erlauben, die einzelnen Personen vorzustellen, wenn sie dran sind. Ich glaube, eine einzige Person fehlt uns noch und da möchte ich mal kurz in die Technik fragen. Der Herr Sackstetter aus Brüssel ist nicht online, oder? Ich sehe ihn zumindest nicht. Gut, dann darf ich mit dem ersten Online-Gast gleich beginnen. Staatssekretär Markus Richter. Markus, liebe Grüße von Villach nach Berlin. Du hast in deiner, doch kann man ja sagen, kurzen Amtszeit sehr, sehr viel in die Wege gebracht. Also Online-Zugangsgesetz, Registerharmonisierungsgesetz, Service-Handbuch. Also Deutschland ist wirklich, sage ich mal, vorne weg gestartet. Trotzdem, wenn man sich den digitalen Index anschaut, den D21-Monitor ansieht, und das hat auch die Frau Bundesministerin Schramböck in ihrer Eröffnungsrede erwähnt, ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, was die Nutzung betrifft. Wo siehst du, sag ich mal, die große Herausforderung für die Verwaltung, dass eben eine EID funktioniert? Jetzt gibt es ja auch ein Digital Wallet in Deutschland. Damit wirklich hier der Bürger, der Unternehmer diese Dinge nutzt, muss das wie in Estland der Zwang sein? Oder können wir so attraktive Dienste schaffen, dass jeder sagt, das nutze ich ganz gerne und selbstverständlich? Ja, Christian, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit. In der Tat ist es viel auf dem Weg und wir haben Luft nach oben, sonst bräuchte es mich nicht. Ich bin ehrlich gesagt natürlich jetzt auch gespannt auf die neue Legislaturperiode in Deutschland, weil ich glaube, wir brauchen unbedingt ein Digitalisierungsbeschleunigungsgesetz sozusagen, um da auch noch mehr PS zu gewinnen. Digitale Identitäten ist ein sehr wichtiges Element, wenn es darum geht, einen Enabler zu schaffen sozusagen, damit Services in Anspruch genommen werden können. Und ich glaube nicht, dass wir so an allererster Stelle da mit gesetzlichen Vorgaben agieren müssen, sondern wir müssen etwas sehr Leichtgewichtiges schaffen, das man gerne nutzt. Und das kann die Verwaltung für sich alleine gar nicht schaffen. Das geht nur im Schulterschluss mit der Wirtschaft zusammen. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt hier in Deutschland diesen Zusammenschluss haben mit großen Konzernen, Ketten, die diese Identität, die wir da schaffen, bei sich mit anbieten. Denn die Branchen haben das gleiche Thema wie wir in der öffentlichen Verwaltung. Menschen nutzen unsere Verwaltungsstruktur vielleicht ein, zweimal im Jahr. Dafür eine eigene App runterladen, Identitätsdaten zu nutzen, ist vielleicht zu komplex für den einen oder anderen. Wenn ich über diese Wallet, die wir da schaffen, die auf dem Handy abrufbar ist, es aber hinbekomme, mit einem hohen Schutzniveau viele, viele Anwendungsfälle bereitzustellen, dann sieht die Situation schon anders aus, dann nutzt man sie auch häufiger. Ich bin froh, dass wir Kontoeröffnung zum Beispiel darüber abbilden. Wir haben gerade den Führerschein draufgelegt.
wo die Nutzungszahlen jetzt in die richtige Richtung gehen, sage ich mal. Und insofern macht das große Freude, denn Identitätsdaten ist doch ein wichtiges Element, das muss man sagen, wenn es um Digitalisierung geht. Und wir haben jetzt nochmal ein historisches Zeitfenster, das mit Leben zu füllen, weil große Hyperscaler unterwegs sind und mit Argusaugen auf Identitätsdaten schauen und dort Login-Effekte kreieren wollen, die wir natürlich vermeiden wollen, indem wir frei von wirtschaftlichen Interessen eine Struktur anbieten. Wir machen jetzt gerade da eine Governance drüber, gründen eine Entität, die das eben frei von diesen Interessen mit anbietet. Und ja, der Unterschied ist so ein bisschen, wir haben in Deutschland unseren Online-Ausweis, also Personalausweis, Identitätskarte, auf dem auch ein Online-Ausweis mit drauf ist. Im Moment muss ich diesen Personalausweis gegen das Handy halten, wenn ich diese Identitätsdaten online nutzen will. Wir haben jetzt den Rahmen verändert, gesetzlich auch, sodass ich auf die Karte verzichten kann. Es ist alles nur auf dem Handy und wir schaffen eine Wallet. Das heißt, die Daten sind auch nur auf dem Handy gespeichert, nicht zentral irgendwo. Jeder, der diese Wallet nutzt, kann selber entscheiden, für was setze ich die Daten ein, ob für Public Services oder für digitale Dinge. Und ich freue mich über Zusammenarbeit in Europa bei dem Thema, denn richtig zum Fliegen wird das erst kommen, wenn wir das europaweit haben. Regularien sind ja gerade in der Novellierung in Europa und ich glaube, wir sind gut in Europa, solche Regularien zu schaffen. Wir können noch ein bisschen besser werden in Europa, solche Dinge gleich gemeinschaftlich dann auch umzusetzen. Das spart hinten Interoperabilität, das schafft nur Komplexität. Manchmal ist es besser, man arbeitet gleich frühzeitig zusammen, um solche Dinge gemeinschaftlich zu nutzen und insofern leisten wir dazu einen Beitrag. Danke für das Einstiegsstatement. Interoperabilität, Gemeinsamkeiten Europa ist eigentlich gleich das Stichwort. Ich habe gesehen, Norbert Sagstetter ist auch online. Ich hoffe, er kann uns hören. Herr Sagstetter? Sie hören, guten Morgen. Ja, guten Morgen nach Brüssel. Norbert Sagstetter ist der zuständige Abteilungsleiter für E-Government und E-ID in der Generaldirektion in Brüssel, in der Europäischen Kommission. Jetzt gleich hier die Frage, in welche Richtung geht Europa? Warum funktionieren EID in manchen Ländern sehr gut, in manchen wenigern? Was will jetzt die Kommission die nächsten, sage ich mal, 2, 3 Jahre auf die Wege bringen, um das zu steigern, um auch hier das grenzüberschreitende EID-Einsatz, sage ich mal, zu verbessern, zu ermöglichen und zu promoten? Vielen Dank, Herr Rupp. Also ich glaube, wir wissen natürlich alle, die Pandemie hat unser Leben verändert und den Prozess der Digitalisierung beschleunigt. Das betrifft natürlich auch gerade den Bereich der digitalen Identifizierung, der digitalen Identität. Und wenn Sie jetzt in Europa sich umsehen, sehen Sie, dass das eigentlich überall sich vervielfacht hat. Ich habe jetzt noch Zahlen von Italien mir rausgesucht. SPID, Sie kennen das vielleicht, 24 Millionen jetzt, 2021. Es hat sich vervierfacht seit 2019. Also wir haben da wirklich eine Dynamik, die ist unglaublich. Wir sind natürlich auch anspruchsvoller geworden im Hinblick auf das Nutzerverhalten. Es muss mobil sein, es muss auf dem Handy funktionieren. Die Wallet ist der Stichpunkt, das Stichwort. Wir sind natürlich auch viel anspruchsvoller geworden, was Datensicherheit angeht. Wir haben das untersucht. Wir haben also 2/3 der Antworten, die wir bekommen haben von einem Eurobarometer, von einer Eurobarometer-Umfrage, zeigt deutlich, dass die Leute Datensicherheit, Datennutzung für ganz wichtig halten. Auch ein europäisches Single Sign-On ist wichtig. Also die Umstände haben sich verändert. Und wenn Sie jetzt auf die Realität blicken, die Realität ist, dass der Rahmen, der EIDAS, die EIDAS-Verordnung bereitgestellt hat, dann ist das natürlich ein Rahmen, der so funktioniert, dass man das auf Freiwilligkeit einmal, dass also Mitgliedstaaten notifizieren können, dass wir ein Interoperabilitätssystem geschaffen haben auf freiwilliger Basis, was technisch unterschiedliche Systeme zusammenbindet. Und das hat doch eindeutige Nachteile gehabt in den letzten Jahren. Und ich glaube, die Kommission 2019, aber auch der Europäische Rat im Oktober 2020 hat das deutlich gesehen. Wir haben eine Situation, wo im Bereich der digitalen Vertrauensdienste wir doch einen guten Markt geschaffen haben, denken wir. Wenn wir aber jetzt auf digitale Identität blicken, haben nur 14 Mitgliedsländer wirklich den Schritt getan, ihre Identitäten europäisch zu öffnen. Das betrifft ungefähr 60% der Bevölkerung. Wir haben ungefähr einen Zugang zu der Hälfte aller
Services im öffentlichen Bereich, also was Sie national erreichen können, die Hälfte davon können Sie international über grenzüberschreitend erreichen. Das ist natürlich nicht genug, wenn es um Key Public Services geht. 7 wichtige für grenzüberschreitende Aktivitäten, wichtige Public Services sind wir bei 14%. Sie haben im Moment mit den nationalen IRDs keinen grenzüberschreitenden Zugang zum Privatsektor. Das ist natürlich ernüchternd und das hat uns ganz klar dazu gebracht, dass das derzeitige System nicht mehr zeitgemäß ist und dass sich letztendlich auch eine strategische Frage stellt, wenn wir uns umblicken. Und die ist, wollen wir die Identität im digitalen Zeitalter den Plattformen überlassen oder wollen wir tatsächlich investieren in das, was die öffentliche Hand bereitstellt? Was ist zu tun? Aus unserer Sicht müssen wir eine digitale Identität, eine digitale Identifizierung in Europa allgemein bereitstellen. Sie muss allgemein anwendbar sein, im öffentlichen wie im privaten Bereich. Sie muss Datensicherheit gewähren und sie muss den Nutzer ins Zentrum stellen. Unser Vorschlag, der Vorschlag der Kommission vom 3. Juni, ersetzt natürlich nicht das nationale System der digitalen Identifizierung. Das wird immer eine souveräne Aufgabe der Nationalstaaten bleiben, aber es ergänzt es durch eine europäische Ebene. Es bietet eine europäische Wallet, es bietet Vorteile, die national nicht so einfach aus unserer Sicht erreicht werden können, nämlich Interoperabilität durch gemeinsame technische Standards. Und das ist der Schritt, den wir tun wollen von eIDAS zu dem zukünftigen System. Wir wollen uns auf gemeinsame technische Standards einigen. Wir wollen Interidentifizierung im Privatsektor grenzüberschreitend bereitstellen. Wir wollen eine Plattform für Attribute und Credentials, sogenannte digitale Credentials, bereitstellen, wie der digitale Führerschein beispielsweise oder auch andere Dinge. Und natürlich wird es ein mobiles, modernes, nutzerorientiertes Konzept sein. Das ist ambitioniert. Es wird sich auf höchstem Sicherheitsstandard bewegen. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal im öffentlichen Bereich. Es wird offen gegenüber den bestehenden Lösungen der Mitgliedstaaten und des Privatsektors sein. Und wir wollen es schnell umsetzen. Wir wollen innerhalb eines Jahres die technischen Standards mit einer Arbeitsgruppe der Mitgliedstaaten definieren, wenn die Verhandlungen, die schon angefangen haben, bis Ende nächsten Jahres beendet sein könnten, könnten wir Ende 2023, Anfang 2024 die Wallet zur Verfügung stellen. Das ist ein Projekt, was ambitioniert ist, was auch viele Unterstützer im öffentlichen und privaten Bereich braucht, in den Mitgliedstaaten, in der Industrie. Wir brauchen Use Cases für die Wallet. Und in diesem Sinne freue ich mich natürlich auf die Zusammenarbeit mit sicherlich vielen von Ihnen. Vielen Dank. Eine Nachfrage noch, Herr Sackstetter. Frau Bundesministerin Schramböck und auch Staatssekretär Richter hat schon angesprochen, es wird nur funktionieren, wenn die Wirtschaft diese Dinge auch einsetzt, wenn ich auch dort im Business-to-Business-Bereich oder im Business-to-Consumer-Bereich hier auf elektronische Identitäten setze. Wird es ja auch von der Kommission Vorstöße geben mit Verordnungen, dass die Wirtschaft das zu nutzen hat? Ja, wir haben im Vorschlag im Prinzip eine sehr weitgehende Verpflichtung der Wirtschaft vorgeschlagen. Wir müssen sehen, wie das bei den Verhandlungen sich entwickelt. Wir haben vorgeschlagen, dass der öffentliche Sektor die Wallet anerkennt, der Privatsektor in Bereichen, wo sogenannte Strong User Identification gefordert wird. Das ist sehr oft der Fall im Bereich der Banken, aber auch im Transportsektor, in den Bereichen, die wir Utilities nennen. Wir haben aber auch die Plattformen verpflichtet oder wir schlagen vor, die Plattformen zu verpflichten, überall da, wo Authentifizierung gefordert wird, die europäische Wallet zuzulassen. Das würde bedeuten, dass Sie, wenn Sie in Facebook, Twitter sich einloggen in 2-3 Jahren, das mit ihrer Wallet tun können und ihre Daten bei sich behalten können. Und wir wollen allen anderen, die unter diese Kategorie nicht fallen, Hilfe anbieten durch APIs, durch ganz gezielte Unterstützung, die Wallet anzuerkennen und zu benutzen. Christian, darf ich dazu einen Satz sagen oder ist das nicht opportun? Ja, gerne, ja, bitte. Ja, vielen Dank, nur ganz kurz. Also nach meinem Dafürhalten, das finde ich total gut, dass die Kommission das aufgreift und diese Richtung treibt. Das ist genau das brauchen wir jetzt. Wofür ich werbe, ist, dass wir so ein bisschen agilen Zugang finden. Das heißt, dass wir auf der einen Seite den regulativen Rahmen weiterentwickeln. Wir dürfen aber das Momentum nicht verpassen, wo wir selber aktiv sein müssen, weil eben jetzt doch viele Firmen unterwegs sind, die versuchen, eigene Lösungen auf den Markt zu bringen. Und deswegen finde ich es richtig,
Wir haben gerade Vereinbarungen geschlossen mit Spanien, mit Finnland. Wir machen gerade einen Abgleich mit Frankreich zusammen, dass wir genau so eine Wallet und so ein System haben wir quasi in den Eckpunkten schon entwickelt, auch europäisch skalieren und einfach schon mal ins Tun kommen, weil wir sonst zu viel Zeit verpassen. Ich glaube, wir müssen relativ zügig jetzt dort Dinge anbieten. Und ich habe ja einige Use Cases genannt. Und die Wirtschaft, die bei uns im Projekt zum Beispiel mit drin ist, die sagt ganz klar, wir brauchen das europaweit, weil die Firmen eben nicht nur in Deutschland auf dem Markt sind, sondern in Europa. Und ich glaube, wir müssen gucken, dass wir da den Anschluss nicht verpassen, sage ich mal. Also wir müssen da jetzt aktiv sein und einfach machen und parallel den rechtlichen Rahmen weiterentwickeln. Herzlichen Dank. Reinhard Bosch, CIO des Bundes in Österreich. Wie sieht Österreich die Thematik Digital Wallet? Meine Handysignatur hat geboomt, ist in vielen Bereichen im Einsatz. Jetzt geht man auch in die Richtung EID natürlich. Muss jetzt Österreich, sage ich mal, ich sage es bewusst so, als kleines Land, wenn jetzt Deutschland schon bilateral solche Gespräche führt, da jetzt auch vorne mit dabei sein? Oder ist das eigentlich die Aufgabe der EU-Kommission, sowas, sage ich mal, zu koordinieren? Zuerst einmal herzlichen Dank, dass ich ein paar Gedanken zum Thema Interoperabilität, insbesondere was jetzt die grenzüberschreitende Situation betrifft, hier äußern darf. Interoperabilität ist nicht das Zusammenpicken von Best Practices und dann irgendwie zusammenkleben. Wenn Sie versuchen, einen Porsche mit einem Tesla-Motor auszustatten, das wird nicht funktionieren, obwohl es beides interessante Konzepte sind. Das heißt, Interoperabilität, insbesondere wenn es grenzüberschreitend wird, braucht Struktur. Wir sind hier im schönen Kärnten, wir reden mit Südtirol, mit Schweiz, mit Deutschland, lauter Länder, die Berge haben. Interoperabilität, das ist so Leute, die auf Bergspitzen sitzen und dann miteinander kommunizieren wollen. Auf einmal kommen sie drauf, da muss ich zwischendurch hinuntergehen, sonst werde ich den anderen nicht treffen. Das bedeutet aber, wir brauchen entsprechende Strukturen, wir brauchen Markierungen, sonst werde ich einen anderen Weg gehen und der andere wird auch einen anderen Weg gehen und wir werden uns nicht treffen. Wir brauchen eine sehr saubere, bis in die Wirtschaft hineinreichende Dokumentation und genau das haben wir, Christian Rupp war ja auch dabei, beginnend mit 2000 in Österreich versucht, über alle Verwaltungsebenen hinweg sehr klar zu machen. Interoperabilität braucht auch das Thema Sicherheit. Das Thema Sicherheit ist im Kontext der Pandemie besonders hervorgetreten. Auf einmal sind die Leute, und das wurde ja schon Italien da hier als Beispiel genannt, draufgekommen, EID und elektronische Signatur haben einen ganz, ganz besonderen Wert. Wir haben also in der Mitte dieses Jahres, wie Roland Ledinger am Eingangs gesagt hat, die Hälfte derer, die wir bisher hatten, noch einmal hinzubekommen, weil sie draufgekommen sind, sie können rechtlich wirksam Verträge unterschreiben, sie können sich identifizieren. Und ich habe gesagt, man muss ein Stückchen hinuntergehen, um Interoperabilität und Schnittstellen und Strukturen haben. Ein PDF-Dokument, das signiert ist, das kriege ich alle mal irgendwo hin und kann einmal das Papier ersetzen. Und von dort muss ich mich hinaufarbeiten und hier vielleicht auf die Frage von Christian Rupp ein Appell an Norbert oder an die Kommission und an die Diskussion der Kommission. Wir haben auf der einen Seite Single Digital Gateway, wir haben auf der anderen Seite Wallets und eigene Strukturen. In beiden Fällen transportieren wir sehr ähnliche Daten von A nach B. Wir müssen aufpassen, dass wir da hier nicht unterschiedliche Markierungen setzen und uns dabei nicht treffen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil wir alle natürlich von unserem Gipfel ausgehen und nicht zuerst einmal die Gesamtübersicht beachten. Die Pandemie hat uns einiges gebracht. Ein Beispiel, wir sind hier in einer gemischten, aber auch in einer Videokonferenz. Das ist Europa noch extrem schlecht, was Videokonferenzsysteme betrifft. Ich habe keines gesehen, wo ich mich mit einer EIDAS-Identifikation anmelden kann. Ich habe nicht einmal eine Initiative gesehen, wo ich hin kann. Und das könnten Sie sagen, ja, wozu das Ganze? Ich komme von einer Universität, wenn ich einen Prüfling habe,
den ich optisch, weil 400 Leute in der Vorlesung sind, gar nicht kenne. Na, wie mache ich das über eine Videokonferenz? Und dort müssen wir aufpassen, dass wir das, was wir jetzt so ein bisschen holprig und schnell eingebracht haben, konsolidieren in Richtung Strukturen, in Richtung Dokumentation. Dass nicht die Pandemie ein Fest für die großen multinationalen Konzerne allein wird, weil die nämlich ihre Monopole jetzt singulär ausrollen können, sondern das sind ja auch wieder alle Länder, die hier versammelt sind, in einer ähnlichen Situation, dass auch die kleinen und mittleren Betriebe nach wie vor eine Chance haben. Und die kleinen und mittleren Betriebe werden nur eine Chance haben, wenn das, und jetzt bin ich dann auch mit meinen 3 Minuten, die mir zugestanden sind, fertig, ich habe eh nicht auf die Uhr geschaut, wenn das, was ich eingangs gesagt habe, nämlich wir brauchen eine klar dokumentierte Struktur, die jedem bekannt ist und die auch öffentlich verfügbar ist. Nur dann werden wir es schaffen, dass auch kleine, sich in einem Sektor bewegende Unternehmen eine Chance haben, mittelfristige eine Chance haben und damit unsere Wirtschaftssituation eine Chance hat. Jetzt möchte ich kurz, weil ich weiß, dass Norbert Sagstetter dann irgendwie weg muss, auch zu einer anderen Sitzung, nochmal das Wort zurück nach Brüssel geben. Wird Brüssel diese Wegweiser zwischen den Bergen so setzen, dass wir uns alle treffen mit unseren EIDs? Ja, das ist natürlich das Ziel. Ne? Also wir werden uns übermorgen das erste Mal treffen mit den Mitgliedstaaten, dann am Donnerstag. Haben eine Expertengruppe einberufen, wo wir die, wie wir es nennen, Architecture Reference Framework diskutieren wollen. Wir haben ja einen Vorschlag, einen Rechtsvorschlag abgeliefert. Wir wollen, und das ist in Brüssel relativ selten, wir wollen also parallel zur Verhandlung des Rechtsvorschlags im Rat und Parlament mit den Mitgliedstaaten auch wirklich und mit dem Privatsektor ein technisches Konzept vorlegen auf der Basis unseres Vorschlags, der dann angepasst wird, je nachdem, wie sich die Verhandlungen entwickeln. Das, denken wir, müssen wir tun, weil es dringlich ist. Wir müssen also schnell fortschreiten. Wir müssen auch mit allen Projekten, Herr Richter, Sie haben Projekte angesprochen, die von Deutschland, von Spanien, von Finnland, von den Niederlanden angestoßen werden. Das ist was perfekt in unser System passt, denken wir, wo wir auch wirklich ein Win-Win erzeugen können, was wir mit aufnehmen können, wo wir Gemeinsamkeiten entwickeln können. Das ist was jetzt sehr schnell gehen muss, wo wir uns sehr schnell mit den Mitgliedstaaten einigen wollen. Es geht natürlich darum, gemeinsame Standards zu entwickeln. Es muss ein System sein, aus meiner Sicht, wo jeder das mit nach Hause nehmen kann und sagen kann, das ist ein Win-Win, da nehme ich was mit, was ich darstellen kann, was mir mehr bringt als das System, was ich national bisher möglich dargestellt habe. Also das ist unser Ziel und ich denke, das werden wir erreichen, wenn alle am selben Strang ziehen. Danke. Die österreichische Government-Konferenz zeichnet sich ja immer dadurch aus, dass es eher auch eine internationale, zumindest deutschsprachige Community gibt. Darum freut es mich ganz besonders, dass Südtirol wieder heuer mit dabei ist. Herr Dr. Hofer, Sie als Direktor der Abteilung Informationstechnik, Autonome Provinz Bozen, Südtiroler Informatik AG. Wir haben es jetzt gehört, es gibt wirklich eine große Community in Italien, die EID nutzt. Was hat Italien anders gemacht, dass es funktioniert? Gute Frage. Ich denke, dass Italien verstanden hat, dass Digitalisierung extrem wichtig ist und sie haben die Initiativen wie SPID zum Beispiel oder App.io gelauncht und die sind von den Bürgern sehr gut akzeptiert eigentlich worden. Akzeptiert, man muss vielleicht sagen, man muss vielleicht auch immer versuchen, den Bürger zum Glück zu zwingen, ja. Indem man sagt, wenn man zum Beispiel gewisse Umfragen macht oder Erklärungen abgeben will, musst du einfach eine digitale Identität haben, damit du diesen Dienst im Grunde verwenden kannst. Italien hat jetzt im Rahmen des PNR, Piano Nazionale Recovery e Resilienza, Digitalisierung als ein, wenn vielleicht nicht als das Top-Thema deklariert. Und das zeigt einmal mehr auf, welchen Stellenwert Digitalisierung in Italien, in der öffentlichen Verwaltung in Italien, muss man sagen, einnimmt. Das ist neben Green vielleicht die wichtigste Initiative im ganzen PNR-Programm.
Ich komme jetzt auf Südtirol zu sprechen, weil auch Südtirol im Rahmen dieses PNR-Programms die Digitalisierung als das sogenannte Progetto Bandiera definiert. Progetto Bandiera bedeutet Leuchtturmprojekt. Das zeigt einmal mehr, dass die Verwaltungen, die Verantwortlichen erkannt haben, wie wichtig Digitalisierung für sie ist. Im Rahmen dieser Initiativen werden klarerweise dann Projekte, Programme und so weiter identifiziert, mit denen man einen Schritt nach vorne machen will. Ich denke, der öffentlichen Verwaltung kommt ein wesentlicher Rolle zu, wenn es darum geht, gewisse Infrastrukturen, also digitale Identität, E-Wallet und so weiter, diese Themen voranzutreiben. Das sind Infrastrukturen, die klarerweise für die öffentliche Verwaltung wichtig sind, aber nicht nur. Die gehen natürlich auch in Richtung Unternehmertum, Privaten und so weiter. Ich denke, gerade für die nächsten 5 Jahre erwarten wir einen wesentlichen Schub im Bereich Digitalisierung. Ja, was ich vielleicht auch noch sagen möchte, ich denke, was sehr wichtig ist, wir müssen vorsichtig sein mit diesen lokalen Provinz-Italien-Initiativen und wirklich draufsetzen, dass man auf europäischer Ebene die Standards im Grunde setzt. Wir haben, ich denke, eine historische Chance, ja. Historisch insofern, wir können das alles weiterlaufen lassen, lokal und regional und so weiter. Man sollte aber viel mehr Priorität auf das setzen, wie kann man europäische Standards im Grunde definieren, damit man diese lokalen Entwicklungen im Grunde irgendwo in geordnete Bahnen legt. Stefan Gaslitter, CDO und Generaldirektor der Südtiroler Informatik AG. Wir haben gestern am Abend schon beim Speaker-Dinner ein bisschen gescherzt über das Thema Interoperabilität und du hast gesagt, Interoperabilität ist, wenn ein Südtiroler in Österreich einen Schweizer Wein trinkt. Die Frage ist, warum soll er das tun? Weil er besser schmeckt, weil es keinen anderen gibt oder weil der Südtiroler nur Schweizer Wein gern trinkt? Ist es so nicht mit der Interoperabilität? Es muss jedem ein bisschen schmecken, damit es funktioniert und damit es angewendet wird? Ganz kurze Antwort, in der Vielfalt steckt die Würze. Aber ich hab Bauchschmerzen mit dem, was hier gesagt wurde, und ich sehe einen Zwiespalt. Und der Zwiespalt für mich ist folgender. Ich höre immer aus, und vor allem, wenn ich mit deutschen Vertretern spreche, dass irgendwo noch eine Meinung gibt, wir können eine analoge Welt bedienen und wir können eine digitale Welt bedienen. Es gibt nur eine Welt und wir sind in der Transaktion hin von der analogen zur digitalen. Warum hat Spit in Italien funktioniert auch? Ich möchte das nochmal klarer definieren als mein Kollege. Es gab Zwang. Es gab Zwang. Und die Freiwilligkeit, und es ist eine hoheitliche Aufgabe des Staates, die Bürger zu identifizieren und ihnen das Ausweisdokument zu geben. Ich kann nicht bei einer Polizeikontrolle meinen Fischereiausweis rausgeben und sagen, ich wäre dann Stefan Gaslitter, mein Fischereiverband hat das zertifiziert. In der analogen Welt funktioniert das nicht. Und wir müssen aufpassen, dass das in der digitalen Welt auch nicht funktioniert. Ich hätte mir eine EU gewünscht, die ambitioniert ist. Weil nur einzelne Systeme irgendwie interoperabel zu schaffen, das ist mir zu wenig. Ich hätte gern, und das ist ein Wunsch an die Politik, das ist nicht an die Technik, ich hätte gern eine europäische digitale Identität. Und nicht ein Sammelsurium von Systemen. Und ich bin auch nicht mit dem Dr. Richter einverstanden, unterschwelliges Angebot, Zusammenarbeit aus Wirtschaft und öffentlichem Bereich. Natürlich, die Hyperscalers, wir müssen aufpassen, Hyperscalers sind darauf aus, unsere digitalen Identitäten abzugreifen und dann verlieren wir sehr viel an Autonomie und so weiter. Aber wenn Daimler-Konzern in der deutschen Initiative dabei ist, vielleicht wird er morgen verkauft an ein chinesisches Unternehmen und dann habe ich eigentlich das Problem gleich. Der Staat darf sich aus dieser hoheitlichen Aufgabe nicht zurückziehen. Das wäre mein Thema. Markus, du bist direkt angesprochen worden. Wird Deutschland den Weg gehen, sage ich mal, da auch einen gewissen Zwang, sage ich mal, dass ich das verwenden muss als Bürger? Und ja, bitte.
Also ich bin totaler Verfechter von Digital First, aber ich glaube, aktuell müssen wir erstmal liefern. Wir müssen eine gute Lösung darstellen, die leichtgängig genutzt wird. Und da würde ich nicht an allererster Stelle an Zwang denken, sondern ich versuche, die User Experience so einzubauen, dass das funktioniert. Und wir haben eine Wallet gebaut, in der genau solche Incentives auch mit verbaut sind. Das heißt, ich habe dort eine Oberfläche, wenn ich reinkomme, da sehe ich genau, welche Anwendungsfälle ich schon nutze oder genutzt habe. Man wird animiert, auch noch ein bisschen mehr damit zu tun. Also dort wirklich sehr leichtgängig diese User Experience abzuholen, mit zu verbauen, ist das Rezept, was am Ende erfolgreich sein wird. Und nach meinem Dafürhalten ist die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, und zwar in einer intelligenten Form, genauso wie es gerade angesprochen worden ist. Der Staat darf sich nicht komplett rausziehen. Wir wollen ja auch staatliche Services über diese Infrastruktur anbieten. Aber es wird eben nur gemeinschaftlich auch mit der Wirtschaft skalieren, denn nur dann kommen wir an interessante Use Cases ran. Und ich bin sehr dabei. Wir sollten gucken, dass wir nicht zu viel parallel alle was aufbauen, sondern wir sollten mal kurz innehalten, gucken, was ist denn da und was kann man sinnvoll skalieren und auch eben übergreifend nutzen. Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind die reinen Identitätsdaten, also der engere Kreis der erstmaligen Identifizierung, die ich vornehme, um mich in der Wallet sozusagen freizuschalten. Und dieser erste Schritt, der kann durchaus auch mit diesen verschiedenen Karten und so weiter und Identitäten passieren. Aber in der Wallet befinde ich mich dann in einem Ökosystem, das idealerweise europaweit aufgebaut sein sollte, aus dem ich dann viele Use Cases nutzen kann. Und das kann aus meiner Sicht auch nur eine Referenz im Implementierung sein. Es kann auch und mag daneben andere Wallets geben, rein privatwirtschaftlich getragene, die sich ebenfalls an das System anschließen. Aber mir wäre wichtig, dass der Staat an einer Stelle gemeinschaftlich mit der Wirtschaft tatsächlich eine Referenzinfrastruktur zur Verfügung stellt, die dann genutzt werden kann. Und ich bin also weniger ein Anhänger von Zwang als mehr von der Frage, wir müssen einfach gut liefern und leisten. Und dann wird das auch eine Nutzung finden. Das sehen wir an den Zahlen, die während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen sind. Reinhard, bitte. Einen Halbsatz zu dem, was vorher gesagt wurde seitens Südtirol, weil ein Punkt aufgegriffen wurde, den Norbert auch angesprochen hat, eine europäische Identität. Wenn wir eine Identität wollen, die im staatlichen Bereich in allen Ebenen nutzbar sind, dann funktioniert eine europäische Identität nur, wenn wir auch das Personenstandswesen auf der europäischen Ebene haben. Und da sind wir in unseren Kulturen noch weit voneinander entfernt. Das stimmt, ja. Natürlich haben Sie recht, natürlich, es braucht viel mehr. Aber ich habe gesagt, das ist ein Wunsch an die Politik. Ich würde mir wünschen, und wenn Sie mir noch 30 Sekunden geben, dann sage ich meinen zweiten Bauchweh. Aber lass mal, machen wir später. Dieter Can, du bist der E-Government-Repräsentant. Also der zuständige E-Government-Vertreter der Schweizer Konföderation im Kanzleramt. Jetzt ist es ja so, du hast selbst gesagt, du hättest gerne das deutsche Identitätssystem, die deutsche EID, weil du die so super findest. Jetzt hat aber die Schweizer Bevölkerung gesagt, nein, also eigentlich brauchen wir das ganze Thema überhaupt nicht. Wozu? Siehst du jetzt die Gefahr, dass sich Schweiz komplett verabschiedet vom Rest von Europa, weil es jetzt in diesem Bereich elektronische Identität irgendwo blockiert ist durch die eigene Bevölkerung? Oder hätte man da viel mehr oder muss man noch mehr Überzeugungsarbeit leisten, wozu man eigentlich so eine elektronische Identität benötigt in der heutigen Welt? Ja, also du sprichst ein schwieriges Thema an für die Schweiz. Es ist tatsächlich so, dass bei uns die EID, und das habt ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt, basisdemokratisch wurde darüber abgestimmt und wir sind abgeschifft. Man kann es nicht anders sagen. Und zwar in einem für die Schweiz massiven Ausmaß, 2/3 haben das abgelehnt. Und jetzt komme ich auf unsere Erklärung, warum das so ist, und dann den Bogen wieder spannen zur Interoperabilität. Interoperabilität heißt eigentlich die Fähigkeit zum Zusammenspiel, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Das hat für mich zwei Ebenen. Das hat eine technische Ebene, da geht es um IT, um Standards. Da haben wir viel darüber gesprochen, da sind ja auch alle die Experten hier.
Dann hat es aber noch eine zweite Ebene. Ich nenne das dann eher das Zusammenarbeiten können. Das ist das Technische und das Wollen. Dort geht es dann um emotionale Themen und das, was du Bauchweh genannt hast. Und wir haben diese Abstimmung tatsächlich verloren, weil es uns eben nicht gelungen ist, die diffusen Ängste, die die Bevölkerung hatte, zu adressieren, die ernst zu nehmen und darauf Antworten zu geben. Wir haben das technisch angeschaut und versucht, technisch zu vermitteln. Und das war im Nachhinein gesehen nicht gut, um es mal vorsichtig zu sagen. Weil die Bevölkerung, die wollen wissen, was bringt mir Interoperabilität im Alltag? Was bringt mir eine EID im Alltag? Was ändert in meinem Leben? Sprich, was wird einfacher? Ich muss mich eben nicht mehr auf jedem Portal neu anmelden. Ich muss nicht jedes Mal wieder sagen, wer ich bin, wo ich wohne und wann ich geboren bin. Sondern die Dinge laufen dann etwas besser und etwas automatischer. So, und jetzt die Kernaussage, ich glaube, was für uns ganz wichtig ist, und für uns meine ich Schweiz, Europa, alle, dass wir diese technischen Themen, wo auch die Interoperabilität ganz spezifisch dazugehört, EID als ein Teil der Bereich, ein E-Payment Service, der dann für alles ist, dass man diese Elemente eben nicht nur technisch beschreibt, technisch kommuniziert, technisch bewirtschaftet, wenn ich das so sagen darf, sondern dass man dort immer auch versucht, eine Story zu erzählen. Ne? Die Leute dort abholt, wo sie eben Kopf oder viel eher gesagt Bauchschmerzen haben. Dort, glaube ich, können wir mindestens als Schweiz, wahrscheinlich wird das in Österreich schon viel besser gemacht, aber dort können wir noch deutlich besser werden. Ja, herzlichen Dank. Jetzt haben wir sehr viel Pro gehört und ein bisschen, sage ich mal, Kontra. Und es freut mich ganz besonders, dass wir Doris Bartl heute hier haben. Sie war Chief Information Officer bei der Raiffeisen Informatik. Sie war Chief Financial Officer bei also Raiffeisen International und CFO von Raiffeisen Informatik, und sie ist ja auch jetzt Eigentümerin und Geschäftsführerin von TIT Digital. Sie sind weltweit, sage ich mal, teilweise unterwegs und zuständig gewesen. Gerade der Bankensektor wäre ja hervorragend geeignet, dass ich auch dort, sage ich mal, meine elektronische Identität einsetze bei Online-Banking. Das haben die Esten geschafft. Der Rest in Europa hat es eher schwer bis nicht geschafft, die Banken zu bewegen, auch auf solche Systeme zu setzen. Jetzt, wenn Sie als Unternehmerin, sagen wir, bewusst zwischen Deutschland und Österreich zum Beispiel hin und her fahren und Ihre Kunden betreuen, wissen die eigentlich, von was wir hier reden? Oder bewegen wir uns hier in einem sehr, sehr, sage ich mal, Closed Shop von einigen wenigen 100, 150 CIOs, die hier sind, und der Rest der Bevölkerung hat das noch gar nicht mitbekommen, oder SMEs oder KMUs auf Deutsch, was wir hier tun? Ja, das ist wie immer der Mittelweg. Also mal herzlichen Dank für die Möglichkeit, auch die Kundensicht einzubringen. Weil wie immer, es geht um den Menschen und in diesem Fall um den Kunden und den Kundennutzen. Wie man, Österreich ist ein Wirtschaftsstandort für KMUs, wird hauptsächlich von KMUs auch getrieben. Das heißt, darum sind die auch so wichtig, diese mit Wirtschaftstreibenden auch mitzunehmen. Und wenn man sich die KMU-Landschaft anschaut, das ist eine sehr diverse Landschaft. Das heißt, wir haben wirklich Unternehmen von einer EPUs, einer Person, bis hin zu Mittelbetrieben, 500 Mitarbeiter. Und wenn alles, was jetzt da rund um diese ganze Behördenwege, Digitalisierung im Verwaltungsbereich geht, dann muss man schon sagen, da haben wir extreme Unterschiede, basierend natürlich auf Art des Unternehmens, basierend auf der Größe des Unternehmens und auch basierend auf dem digitalen Reifegrad der Mitarbeiter, die in diesen Unternehmen arbeiten. Und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, all diese Unternehmen und all diese Menschen in diesen Unternehmen mitzunehmen. Und was kann ich, was nehme ich wahr in meinen jetzigen, sage ich mal, Tätigkeit, die ich mache, wo ich Unternehmen in ihrem Weg auf die Digitalisierung begleite und ihren digitalen Transformationen unterstütze? Ja, da ist sehr viel Angst,
sehr viel Unwissenheit auch da und natürlich auch teilweise ein Manko an Bewusstsein, was es alles gibt, also auch diese Information. Und da ist dieser Unterschied genau bei diesen kleinen Unternehmen, wo dieser digitale Reife gerade noch nicht da ist, natürlich größer, diese Angst, weil sie einfach nicht verstehen, wo ist mein Nutzen. Die wissen vieles gar nicht, wie sie richtig sagen. Es gibt, und das muss man schon sagen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, Österreich, und die Frau Ministerin hat sie auch gesagt, ist sehr weit, das muss man schon sagen. Also grundsätzlich, was das Angebot ist, ist Österreich sehr weit, aber noch natürlich noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Wenn ich es jetzt auf der Kundensicht betrachte, was nimmt ein Kunde derzeit wahr? Sehr stark die Services, Informationen sammeln. Also das machen sie alle schon sehr. Das tun sie. Also diese Österreich-GV.at-Webseite, die nutzen sie, weil da gibt es sehr viele Informationen, die sie nutzen. Sie nutzen auch das Unternehmerservice-Portal, also das USB, auch um Informationen zu nutzen. Wenn es jetzt um das Nutzen von wirklichen Services geht, dann wird es schon ein bisschen weniger. Auch das digitale Amt, diese App selber, kennen viele noch gar nicht. Also es ist ihnen noch gar nicht bewusst, das Zusammenspiel, was ist jetzt die App, was ist da diese Portale, was die Leute extrem verwirrt ist, wenn sie in unterschiedlichen Portalen sich zurechtfinden müssen, weil für den Kunden muss es unabhängig davon sein, wer gesetzlich praktisch welche Behörde zuständig ist, sondern dem interessiert einfach der Service. Dem interessiert nicht, welche Behörde muss ich da jetzt ranklicken, wer ist zuständig, muss man abstrahieren. Und daher muss es wirklich auch in diese Plattformen gehen. Es muss in zentrale Portale gehen und da ist natürlich diese Identität eine ganz wesentliche, sage ich, ein wesentliches Fundament und da geht es jetzt um Information. Ich glaube, dass die Leute bereit sind, wenn sie es verstehen, warum brauche ich diese Identität, für was nützt sie mir, wo hilft sie mir und ihnen auch Ängste nehmen, was diese Datensicherheit betrifft. Weil das Interessante ist, sie haben auf der einen Seite, wenn sie im Privatleben Webshops und solche Dinge nutzen, die ja weit teilweise nicht so sicher sind, da sind sie sehr bereit, Daten auch herzugeben. Wenn es jetzt in den öffentlichen Sektor geht, sind sie hochkritisch. Und das ist das Spannende, da sind sie dann wirklich auch so, dass sie da Erwartungshaltungen haben an den Public Sector, weil sie vergleichen. Sie vergleichen das Privatleben, die Nutzung im Privatleben mit dem, was jetzt in der Verwaltung daherkommt. Und da ist jetzt einfach die Politik oder auch ihr seid da auch gefordert, Informationen zu geben, warum ist es notwendig, dass im Public Sektor andere Maßstäbe auch gelten. Warum Daten? Weil sie natürlich sensibler sind. Was heißt es? Es werden Daten zwischen den Behörden ausgetauscht. Die Leute haben Angst, dass da irgendwas interpretiert wird, auch Erkenntnisse daraus gezogen wird, die vielleicht falsch auch sind oder davon haben sie Angst. Also auch, was passiert mit ihren Firmendaten, wirtschaftlichen Daten? Und ich glaube, da geht es einfach ganz stark darum, Kommunikation, Information, das kann man nicht unmöglich machen. Und gerade in Unternehmen, bereichsübergreifend und auch länderübergreifend tätig sind, die brauchen zentrale Portale. Weil wenn die in jede Gemeinde den gleichen Prozess unterschiedlich anbietet, unterschiedliche Daten verlangt, unterschiedliche Formulare verlangt, dann ist das für den Nutzer kein Vorteil, sondern eine Hürde. Und da müssen wir ansetzen. Und da müssen sich, ich sage schön, der Föderalismus ist schon gut. Aber da muss man wirklich über andere Systeme nachdenken. Da muss man über den Föderalismus hinaus, sage ich auch für sich selber, den Nutzen des Users wirklich im Fokus haben. Und da muss man andere Wege beschreiten. Und da muss man das Ego ein bisschen zurücksetzen und sagen, wir müssen für den User Lösungen schaffen. Wenn wir nicht Lösungen für den User schaffen, dann wird das nicht nutzen. Und dann können noch so tolle technische Lösungen da sein, sie werden nicht genutzt. Und dann ist die ganze Digitalisierung kein Vorteil, sondern ein Kostenfaktor. Noch eine Nachfrage bei dem Thema, ganz wichtig, Datensouveränität. Sehen Sie einen Unterschied zwischen einem österreichischen KMU und einem deutschen KMU, was so die Nutzung von der Digitalisierung betrifft? Es ist so, also wenn man es jetzt vergleicht, jetzt in Deutschland sind Sie viel, viel höriger in dem Sinn, was von oben kommt. Also da ist man viel, ist leichter, glaube ich, auch Dinge einzuführen, weil, wenn sie erklärt sind. Gut, in Österreich habe ich so das Gefühl, die Menschen tun für sich selber, aber wenn es nicht gut erklärt ist und wenn sie nicht verstehen, was es ist, sind sie sehr, sehr skeptisch.
also sehr datenscare, also sie haben Angst. Das merke ich wirklich teilweise, was aber schon ist, wenn man es ihnen erklärt und wenn man ihnen sagt, wo der Nutzen liegt und sie haben diese positive Nutzererfahrung. Also das muss man ganz klar sagen, der User braucht eine positive Serviceerfahrung und dann, sage ich, ist er auch bereit, das zu nutzen. Und vielleicht noch einen Punkt zurück, weil Sie zuerst gesagt haben, man muss den User zwingen. Sie haben schon recht. Man muss den User ab und zu mal zwingen, dass er den Erstnutzen einmal zwanghaft erfährt. Und wenn dann diese Erfahrung positiv ist, dann wird er auch weiter den Nutzen dann. Wenn diese Erfahrung negativ ist, dann hat man sich ganz viel vertan. Und darum ist es so wichtig, diese User Experience so wirklich so gut zu erarbeiten, weil da ist es, da kann man wirklich auch den Scheideweg legen für die Digitalisierung. Ja. Kurz nach Deutschland, Markus, ihr habt ja mit den Digitallaboren oder mit den Einrichtungen der Digitallabore genau das gefördert, diese Usability, diese User Stories. Kannst du kurz darunter sagen, was da die Erfahrung ist aus solchen Digitallaboren? Also ich kann ein Beispiel machen. Bei uns gibt es das BAföG für Studierende, die quasi Hilfen beantragen können, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und diese Leistung haben wir in so einem Digitallabor erarbeitet, bei dem sowohl die Nutzenden eingebunden waren in die Konzeption als auch die Fachseiten und das länderübergreifend, also bundeslandsübergreifend. Und diese Lösung ist dann erst in einzelnen Bundesländern produktiv geschaltet worden und sofort, dadurch, dass die User Experience so gut ist bei diesem Verfahren, ist der Druck entstanden in den anderen Bundesländern von den Nutzenden, die das gerne nutzen wollen, die die Frage gestellt haben, warum funktioniert das bei denen, warum gibt es das hier noch nicht elektronisch? Und es hat dazu geführt, dass innerhalb weniger Wochen das bundesweit von allen Bundesländern übernommen worden ist. Also das ist für mich einfach nochmal eine Bestätigung, dass solche Labore genau der richtige Ansatz sind, um diese ja, User Experience einfach abzuholen und das von vornherein quasi bei Design vorzusehen. Und ehrlich gesagt, die Datenschutz ist ein wesentliches Element, um Akzeptanz bei den Menschen auch zu finden. Auch das ist User Experience, wenn es um IT-Sicherheit und um Datenschutz geht. Und deswegen finde ich es gut, dass zum Beispiel die Wallet, die wir gerade bauen und weiterentwickeln, genauso aufgebaut ist. Das heißt, die Daten sind wirklich nur auf dieser Wallet drauf. Wir haben ein Secure Element, was wir adressieren auf den Handys. Und es ist so, dass der Nutzende gar nicht drüber nachdenken muss, ja, welche Lösung setze ich gerade konkret ein, um ein Bankkonto zu eröffnen oder um mir einen E-Mail-Account zu öffnen? Wir wissen als Experten, dass da natürlich unterschiedliche Schutzniveaus mit verbunden sind, gerade wenn es um Geldwäsche geht, wo hohe Anforderungen da sind. Das übernimmt quasi der Use Case ab, der im Hintergrund so verbaut ist, dass ich aus der App heraus gar nicht nachdenken muss, welchen Schutzfaktor setze ich da gerade ein oder welche Identitätslösung, sondern das ist aus einem Guss gebaut, sodass da wirklich viel, viel abgenommen worden ist und gleichzeitig wirklich der Datenschutz und IT-Sicherheit großgeschrieben worden ist. Und das ist aus meiner Sicht genau der richtige Weg. Reinhard Bosch kurz und dann Herr Gaslitter, bevor ich zum Herrn Himperle komme. Ganz kurz vielleicht, weil es angesprochen wurde, diese Schweizer Abstimmung. Die wurde ja mit einer sehr großen Beteiligung auch seitens der Bevölkerung durchgeführt und mit einem sehr deutlichen Votum. Und ich glaube, wir können daraus lernen, einiges lernen. Was nämlich, was nicht so breit bekannt ist, was wurde denn zur Abstimmung gestellt? Ein mehr oder weniger komplettes System, das, so habe ich den Eindruck, von der Bevölkerung wahrgenommen wurde als ein Privatisieren der EID, nämlich das Hineingeben inklusive Geschäftsmodell an eine Stelle. Und dazu haben die Schweizer Nein gesagt. Sie haben gesagt, Staat macht das besser selber. Das könnte man auch herauslesen aus diesem. Da komme ich ein bisschen auf das, was gesagt wurde, man muss die Leute zwingen. Zwingen ist ein bisschen schwierige Sache, weil nicht jeder geeignet ist, dazu gezwungen zu werden. Wir zwingen auch die Wirtschaftsteilnehmer nicht dazu, EID anzunehmen, ob schon, wenn ich mit einem Pass hingehe, dann kann keiner sagen, dann nehmen Sie das nicht. Und warum ist dann eine staatliche EID von der Akzeptanz des Gegenüber abhängig? Also die Anforderung, und Norbert Sackstetter hat das ja angesprochen, dass man da mit der Wirtschaft sehr deutlich und auch im Vorschlag der Kommission das schon drinnen hat, dass die Annahme verbindlich sein muss. Dann habe ich nämlich die Chance,
dann habe ich die Chance, auch am Freitag, den 31. zu Mitternacht oder 5 vor Mitternacht noch etwas zu kündigen, weil ich mich identifizieren kann. Und daher möchte ich nur sozusagen diesen Ball des Zwingens ein Stück zurückgeben. Ganz kurz noch, weil Sie sagen zwingen, Sie haben schon recht, aber wenn man jetzt sagt, die Bevölkerung, jeder von uns ist logisch, dass er einen Reisepass benötigt, um sich international bewegen zu können. Das ist halt jetzt so auf Papier. Wenn es mein Wunsch wäre, hätte das in der Zukunft sowieso nur mal elektrisch, einen elektrischen Reisepass, mit dem ich international reisen kann. Ja, wenn es das noch mal gibt, wenn man sagt, die Welt entwickelt sich in diese Richtung, früher war es das Papier, in Zukunft habe ich es am Handy oder auf meiner Apple Watch oben, dann wird das die Bevölkerung verstehen, wenn ihnen die Ängste, die sie haben, was diese Datensicherheit betrifft, genommen werden. Jetzt ja, magst du schütteln den Kopf, aber ich meine nur, beim Reisepass hat ja auch niemand gesagt, man zwingt mich ein, wenn ich nicht reisen will, brauche ich keinen. Ja, wenn ich in der digitalen Welt nicht arbeiten möchte, zwingt mich ja keiner. Es wird nur im gesellschaftlichen Leben immer weniger möglich sein, mich zu bewegen, weil die Welt sich in diese Richtung einfach entwickelt. So, bitte ganz kurz, weil ich habe noch einen Teilnehmer, der noch nicht dran war, bitte. 30 Sekunden Information. Ja. Ich sprach, also SBIT, erklärtes Ziel ist SBIT, die Wirtschaft mitzunehmen. Sie haben es nicht geschafft, nur ganz in kleinem Ausmaß. Und ich sprach mit Vertretern der italienischen Bankenvereinigung und gesagt, wieso setzt ihr nicht SBIT ein? Und die Antwort war, wir haben Angst, leicht ausgetauscht werden zu können. Also es gibt auch diesen Blickwinkel. Und aus diesen und ähnlichen Erfahrungen sage ich, ja, manchmal ein kleiner Zwang oder ein bisschen Schieben ist nicht falsch. Clemens Himpele. Jetzt ist dein Auftritt als CEO der Stadt Wien. Smart City, Smart Region Wien reicht ja weit über die Landesgrenzen, sage ich jetzt mal, hinaus. Der größte Anteil der Bevölkerung und der KMUs leben und arbeiten in Wien. Wie schafft das eine Stadt hier, sage ich mal, diesen vielleicht Zwiespalt zu schaffen? Einerseits gute elektronische Services anzubieten, und da ist ja Wien bei vielen Rankings auf Platz 1 international, und andererseits auch zu promoten, naja, ich brauche eine elektronische Identität und die sollte ich auch bei den Dingen, wo es wichtig ist, oder bei den Services, wo es wichtig ist, auch verwenden. Bitte, Clemens. Ja, vielen Dank. Ich muss mich erst entschuldigen, dass ich es halt nicht nach Villach geschafft habe. Es sind tatsächlich Kinderbetreuungspflichten, die das diesmal verhindert haben. So ist es manchmal. Vielen Dank. Ich kann auch vieles aufsetzen, was gesagt wurde in der Diskussion zuvor. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Services, die angeboten werden im digitalen Bereich, mit einer entsprechenden Qualität und einer entsprechenden User Experience auszustatten sind. Das ist, glaube ich, brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren. Das ist sozusagen das Bergwerk, das teilweise noch vor uns liegt. Da haben wir kein Erkenntnisproblem, sondern da geht es darum, um das Schlagwort, das auch der Staatssekretär Richter gebracht hat, zu nutzen, agil umzusetzen. Und da hilft uns die Pandemie einfach ungemein. Ja, die IT-Dienstleister der öffentlichen Hand und auch im privaten Bereich haben mit Sicherheit gelernt, bei der Corona-Pandemie nochmal ganz anders im Tempo zu agieren. Sie mussten das. Wir müssen die ganzen Testsysteme und so weiter abwickeln. Wenn man da gesagt hätte, jetzt schreiben wir ein Lastenheft, bis die Pandemie zu Ende ist, ich glaube, dann wären wir nicht mehr da, wo wir heute sind. Zum Zweiten möchte ich aber die zweite Diskussion, die so ein bisschen parallel läuft, nämlich die nach der Identität auch nochmal ansprechen. Ich könnte jetzt mal zynisch die Frage stellen als Bürger, wozu genau brauche ich das Ding eigentlich? Stand heute. Ja, ich weiß schon, dass ich bei Finanz Online meine Erklärung damit machen kann, kann ich mit dem Passwort aber auch. Ja? Also der echte Nutzen für mich ist recht überschaubar. Und es hat sich für viele Bürgerinnen und Bürger erst geändert, als jetzt dieser Green Pass abrufbar geworden ist mit der Einmal der Handysignatur. Und nur um eine Zahl zu nennen, wir haben ja in Wien die Möglichkeit geschaffen, sich die Handysignatur an den Teststraßen ausstellen zu lassen. Vom 1. Mai bis heute 70% plus in der Handysignatur. Also wenn es dann tatsächlich einen Use Case gibt, dann findet es auch statt. Das kann ich aber alles noch machen in Wien. Also da habe ich sozusagen die Handysignatur auf Ebene von Österreich, bin aber noch nicht in der Diskussion, wie kann ich das eigentlich als Bürger jetzt europaweit nutzen? Und das ist, glaube ich, eigentlich so ein bisschen der Gegenstand auch der Diskussion. Und wir haben jetzt viel über die Unternehmen geredet. Das ist, glaube ich, offensichtlich, wo es dort auch Notwendigkeiten gibt. Aber jetzt bin ich ja selber deutscher Staatsbürger, der in Österreich lebt.
Jetzt haben wir das Glück, dass die Botschaft die deutsche in Wien ist. Das heißt, mein Reiseweg zur Botschaft ist recht überschaubar. Das ist für andere in Österreich aber durchaus anders, wenn die zum Beispiel einen neuen Pass brauchen oder wenn sie manchmal Beglaubigungen, Erbschaftsfragen übermitteln müssen und so weiter und so weiter. Da gibt es immer wieder Punkte, wo man in den dritten Wiener Gemeindebezirk pilgert zu seiner Botschaft und sich dort irgendwie vergnügt. Wir haben aber noch überhaupt nicht über diese Use Cases gesprochen. Wo kann ich jenseits des Green Passes, der europaweit funktioniert, ja, aber wo kann ich eigentlich als Bürger, der im EU-Ausland lebt, und allein in Wien sind es 270.000 Menschen, ja, das ist sozusagen eine relativ große Gruppe. Wie kann man da eigentlich tatsächlich mit der europäischen Identität vielleicht auch dafür sorgen, dass ich über die normalen österreichischen Behördenwege an meinen deutschen Pass komme? Vom Personalausweis träume ich gar nicht, weil ich glaube, der ist nach wie vor im Ausland nicht ausstellbar, wobei das kann das BMI im Zweifelsfall genauer sagen als ich. Als ich das letzte Mal ihn beantragt habe, vor, glaube ich, 9 Jahren, das heißt, er läuft jetzt bald wieder ab, war das jedenfalls noch nicht möglich. Und da sind wir, haben wir noch überhaupt keine Use Cases, entweder weil es die Notwendigkeit nicht gibt, das wäre ja in Ordnung, dann kann man das auch akzeptieren, oder weil wir noch überhaupt nicht so weit sind, auch in den organisatorischen Abläufen, tatsächlich so etwas wie einen europäischen Bürger zu denken, der eben nicht nur in dem Land lebt, in dem er seinen Pass, seine Staatsbürgerschaft her hat, oder der auch grenzüberschreitend wirtschaftlich tätig ist. Das sind wir dann wieder beim Unternehmertum. Ja. Und da, glaube ich, ist die Diskussion bestenfalls im Beginnen. Und da müsste man, glaube ich, auch scharf definieren, wo braucht man es wirklich. Ja. Führerschein ist sicherlich so ein Beispiel, das immer wieder genannt wird. Und da würde ich mich persönlich auch darüber freuen, wenn wir da weiter darüber diskutieren, einfach in dem Fall auch als Betroffener. Zurück zu Wien. Wir machen das, was, glaube ich, es war der Staatssekretär Richter, der es gesagt hat. Wir haben eine Architektur gebaut, die ist nicht so unähnlich dem, was er beschrieben hat, nämlich, dass man so eine Art Data Broker hat, in dem die Login-Daten hinterlegt sind und von dort wird dann auf die verschiedenen Register bzw. die verschiedenen hinterlegten Funktionalitäten zugegriffen und je nachdem, was ich mache, habe ich halt eine unterschiedliche Identitätsstärke. Also für die Reservierung eines Grillplatzes brauche ich sicherlich eine andere Identitätsnachweis, nämlich im Zweifelsfall gar keinen, als das beispielsweise bei behördlichen oder hoheitlichen Vorgängen dann der Fall ist. Und wir haben jetzt aber die Pandemie genutzt, das sozusagen in der ganzen Arbeitsweise umzustellen und das analog zum IT-Steuerungskreis Corona aufzusetzen, nämlich den Steuerungskreis Main-Wien, der einfach mit einem eigenen Budget und einem 3-Wochen-Rhythmus entscheiden kann, welche Funktionalitäten der Stadt Wien jetzt an Main-Wien angebunden werden, um dort dann tatsächlich mit einem User-Journey, mit einem Face-to-the-Customer, und der Customer ist sowohl der Bürger als auch das Unternehmen, eben entsprechend agieren zu können. Ja, in diese Richtung tun wir weiter und ich sage es nochmal, das ist, glaube ich, kein Hexenwerk, das ist keine Zauberei, sondern das ist Bergwerk und ich möchte den Kollegen aus der Schweiz ausdrücklich zustimmen, wenn wir gewinnen wollen nach außen, dann werden wir das nicht technisch kommunizieren können. Dann haben wir das schon verloren. Ja, dass die Frage ist, wozu das Ganze, was wollen wir damit, wo soll das hingehen? Und wir sollten diese Diskussion auch nicht den Technikern überlassen, sondern das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die zu führen ist. Und die sollten wir offensiv und selbstbewusst führen, weil ich glaube, wir haben sehr viel Mehrwert, die wir den Bürgerinnen und auch den Unternehmen liefern können. Was uns verbindet, ist, du als Deutscher, der in Wien arbeitet, ich als Wiener, der die meiste Zeit in Deutschland arbeitet. Also ich schätze es sehr, dass ich also quasi mit der Handysignatur eigentlich von Deutschland aus in Österreich eigentlich alles machen kann. Von Sozialversicherung, wenn ich an dich schaue, bis hin zu den Amtswegen. Also das erleichtert wirklich das Leben. Umgekehrt, jetzt in Deutschland habe ich meine europäische ID-Karte gelöst, damit ich also auch in Deutschland mit meiner, ich sage mit dieser Karte auch im Elektronischen vieles, sage ich mal, tun kann. Und die Story am Rande ist, wie ich also in Düsseldorf angerufen habe, dass die Karte jetzt, also ich die Information bekomme, dass die jetzt dort liegt und ich wollte mir am Bürgeramt quasi einen Termin ausmachen, hat die Stimme dann am Hörer gesagt, was haben Sie sich gelöst, eine europäische ID-Karte? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Können Sie mir mal erklären, was man mit der tun kann oder was das ist? Die Frage an dich, Markus, wir haben sehr, sehr viel erfunden, es gibt sehr, sehr viel, aber ich glaube, du hast ein bisschen so vergessen auf die Kommunikation, auch dieses One Face, so wie Clemens Himpele gesagt hat, was Deutschland jetzt mit dem Portalverbund auch versucht, dass ich eben mehr bürgerorientiert und da, glaube ich, müssen wir noch sehr, sehr viel tun in die Kommunikation, in die digitale Kompetenz. Die Frau Bundesministerin hat das auch schon gesagt. Also nicht nur digitale Kompetenz beim User, sondern auch digitale Kompetenz natürlich in der Verwaltung. Und da hast du ja auch mit der Digitalakademie in Deutschland sehr, sehr viele Impulse gesetzt. Bitte, Markus.
Auf jeden Fall. Es geht darum, die Mitarbeiter in der Verwaltung mitzunehmen. Jetzt ist das ein spezifisches Thema, wo wir natürlich Schulungen machen und so weiter. Das Entscheidende ist, dass wir wirklich ein politisches Commitment haben, eine gesellschaftliche Diskussion, dass es richtig dargestellt worden ist und das auch wirklich mit Nutzen füllen, mit Anwendungsfällen und das leichtgängig. Dann wird das zum Fliegen kommen. Wir müssen konsequent jetzt liefern. Wir sind in einer Phase, wo es um Umsetzung geht und nicht an allererster Stelle um Gesetze oder nur um Gesetze, sondern es geht darum, jetzt zu liefern. Und da die Infrastruktur zu schaffen, ist wichtig. Wir haben unter anderem tatsächlich eine Digitalakademie gegründet, die gerade auch neue Arbeitsweisen in den Mittelpunkt stellt, aber auch die Skills sozusagen, dass wir Multiplikatoren, Motoren etablieren. Wir haben einen GovTech Campus geschaffen, finde ich ein sehr spannendes Beispiel, was auch durchaus europäisch denkbar ist. Das heißt, das ist ein Verein, den wir erstmal gegründet haben, bei dem es einen Coworking Space der Ministerien gibt, hier in Berlin zum Beispiel, was auf Bundesebene anbelangt, dass die Ministerien mit ähnlich laufenden Projekten vor Ort nebeneinander Tür an Tür oder idealerweise ohne Tür zusammensitzen. Das ist schon so eine kleine Revolution, weil wir das Ressortprinzip bei uns haben und jetzt auf einmal arbeiten Ministerien an Sachen zusammen, um umzusetzen. Vor Ort sitzen aber auch Startups und also aus der GovTech-Szene. Und es ist die Wissenschaft mit einbezogen und die Wirtschaft. Und so einen Standort haben wir in Berlin. Die Bundesländer schaffen gerade solche Standorte bei sich unter dem Dach dieses gemeinsam getragenen Vereins. Und das versetzt uns in die Lage, deutschlandweit sowas ein bisschen wie den Silicon Valley der GovTech-Industrie zu schaffen, wo kleine mittelständische Unternehmen und Startups eingebunden sind, wo wir auch thematisch mal Schwerpunkte setzen können, zum Beispiel im Bereich EID oder im Bereich IT-Sicherheit oder künstliche Intelligenz oder dass gesellschaftliche Gruppen eine Frage formulieren und dann wird an diesen Standorten, an diesen Fragen gearbeitet, welche Lösung können wir anbieten. Und das finde ich sehr, sehr spannend, da so eine Klammer zu bilden im föderalen Tun, weil das für eine Aktivierung beiträgt. Und am Ende des Tages gehört auch die ganze Infrastruktur dazu. Wir schaffen ja gerade mit unserer Cloud-Strategie, die wir veröffentlicht haben, auch mit den Bundesländern und Kommunen abgestimmt, eine Infrastruktur, die uns in die souveräne Situation versetzt, dass wir auch eine Infrastrukturplattform zur Verfügung stellen, auf denen dann solche Lösungen gebaut werden können. Denn oftmals scheitert Innovation dann auch an so klassischen technischen Standardisierungsthemen. Und da müssen wir unbedingt nach vorne gehen. All das entsteht jetzt innerhalb kurzer Zeitläufe und ich hoffe, dass es dann am Ende des Tages gut ineinander greift. Jetzt darf ich gerade mal das Wort weitergeben an, was hat denn die Südtiroler Informatik AG, sage ich mal, getan oder auch Bozen getan, um den Bürger zu befähigen, diese Dienste zu nutzen? Oder was habt ihr getan, um auch die eigene Verwaltung zu befähigen, zu verstehen, was digitale Transformation ist? Aus meiner Sicht, ich denke, es ist heute mehrmals durchgeklungen, dass ich sage, dass das Thema ist Digital Culture. Die Frage ist, wie schaffe ich es, dass ich Akzeptanz bekomme für Digitalisierung? Und ich denke, etwas sehr Wichtiges ist, wir dürfen das nicht, das ist nicht nur ein Thema von IT-Leuten ganz einfach. Das ist ein gesellschaftliches Thema und das muss es geht darum, wie bekomme ich die Konzepte von Digitalisierung in die Köpfe von den Leuten rein, egal ob das jetzt der Bürger ist oder ob das die Landesangestellten sind, die Leaders, die natürlich den Ganzen auch vorstellen. Und ich denke, da haben wir versucht, ja, einen Schritt nach vorne zu machen. Ich sage nicht, dass wir angelangt sind. Da ist noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit eigentlich vor uns. Ich denke, auch die Diskussion zeigt für mich, wir verlieren uns immer sehr, sehr stark und unmittelbar in IT-technischen Themen. Ja. Wir müssen schauen, dass wir die Digitalisierung als ein kulturelles Thema irgendwo etablieren. Und da müssen wir stark dran arbeiten, weil wir machen den klassischen Fehler, wir versuchen Digitalisierung aus IT-Sicht zu treiben. Und von dem müssen wir weg. Wir müssen ganz gezielt die digitale Kultur fördern durch irgendwelche Maßnahmen, Bildungsmaßnahmen und da gibt es ganze Programme, die man da machen muss, damit wir wirklich einen Schritt nach vorne machen. Ja. Christian, kann ich das nochmal ganz kurz unterstreichen? Ja.
weil ich das eine ganz tolle Aussage finde. Ich sehe es ganz genauso. Digitalisierung hat nichts mit IT zu tun. Digitalisierung ist an allererster Stelle Fachaufgabe, weil ich meine eigenen Prozesse reflektieren muss. Und wir sind heute an einem Punkt, wo die Komplexität größer wird. Das heißt, jede fachliche Entscheidung hat ein IT-Projekt zur Folge. Ich muss das im Blick haben und muss auf einmal mit Professionen reden, die ich klassischerweise nicht gewohnt gewesen bin. Wir sind zu sehr noch in Referaten unterwegs. Früher war es so in einem Ministerium, da konnte man in einem Referat ein Thema Ende zu Ende abarbeiten. Das geht heute nicht mehr. Und deswegen brauchen wir neue Arbeitsweisen, deswegen die Agilität als Methode und deswegen auch crossfunktionale Teams, die relativ schnell mal Dinge sichtbar machen. Und das ist ein ganz großer Veränderungsprozess, der nicht in die IT delegiert werden darf, sondern der auf der Fachseite passieren muss und der Chefinnen-Sache und Chefsache sein muss. Herr Gaslitter, digitale Kompetenz in die Verwaltung bringen? Spannend, schwierig. Spannend und schwierig, weil die Verwaltung hat ein paar Standpunkte, die es schwer machen. Einer ist, wir sind ewig da, die Verwaltung wird es auch morgen geben. Und der Ewigkeitsgedanke trägt ja nicht wirklich zur Veränderung bei. Dann, wir haben in Südtirol ganz eine spezielle Situation und ich hoffe, die wird uns unterstützen. Wir werden die nächsten 4 Jahre circa 30% unserer Mitarbeiter in die Rente schicken müssen. Das ist ein ganz starker Abfluss an Know-how. Und wir müssen digitalisieren, um ganz einfach die Arbeit noch zu bewältigen. Das ist ein Druckmittel von außen. Die öffentliche Verwaltung ist heute in Südtirol, Italien, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist oder in Österreich speziell, kein attraktiver Arbeitgeber. Man geht nicht mehr gerne in die öffentliche Verwaltung zum Arbeiten. Es ist schlecht bezahlt, es ist nicht innovativ und deswegen werden wir es nicht schaffen, die Personen zu ersetzen. Wir haben nur die Möglichkeit, gut zu digitalisieren. Dieter, dein Stichwort. Also ich glaube, das trifft alle Länder, dass also immer mehr in den nächsten Jahren in Pension gehen werden, dass der Nachwuchs, sage ich mal, der Nachwuchsmangel da ist, schon also aufgrund Demografie. Und das ist, du hast ein künstliches Intelligenznetzwerk, bist du dabei in der Schweiz aufzubauen? Vielleicht 2, 3 Sätze kurz dazu? Dazu gleich ein Wort. Aber zuerst möchte ich nochmal das Statement aufnehmen von Markus Richter und ich kann nicht mehr als wirklich, wirklich zustimmen, was er sagt. Wir müssen jetzt endlich liefern. Am Ende des Tages werden wir als Verwaltung nicht daran gemessen, dass wir schöne Strategien schreiben, sondern wir werden daran gemessen, dass wir bildlich gesprochen, endlich die PS auf den Boden kriegen. Wir müssen Services, Dienstleistungen anbieten, die dem Bürger, den Unternehmen nützen. Und das möglichst rasch. Und hierzu ein kleines Aber oder eine Klammerbemerkung. Wir müssen dort auch den Mut entwickeln, wieder vielleicht nicht nach absoluter Perfektion zu streben, sondern einfache Lösungen zu entwickeln. Ich mache ein Beispiel, ich bin regelmäßig in Zürich und dann brauche ich jeweils eine Tagesparkkarte. Warum muss ich für diesen Prozess sagen, wer ich bin, wo ich wohne und wann ich geboren bin? Da geht es doch nur darum zu sagen, das ist meine Autonummer, meine Fahrzeugnummer und an dem Tag brauche ich die Karte. Also Mut zur Einfachheit. Ein berühmter Berner Bürger, der Albert Einstein, hat das mal ganz schön erklärt. Er hat gesagt, Perfektion entsteht eben nicht, wenn wir nichts mehr hinzufügen können, sondern wenn wir nichts mehr weglassen können. Und ich glaube, dieses Denken, das ist nicht verwaltungstypisch, aber dieses Denken müssen wir promoten. Und jetzt mache ich den Bogen zum Netzwerk Künstliche Intelligenz. Da geht es genau ums Gleiche. Wir haben sehr rasch erkannt, dass wir kein Kompetenzzentrum künstliche Intelligenz aufbauen können. Die Verwaltung hat viel zu wenig Wissen darüber. Wir wissen kaum, welche KI-basierten Projekte überhaupt am Laufen sind. Aber wir können als Netzwerkpartner versuchen, Übersicht zu gewinnen, die Leute, die Player, die Universitäten, die Stiftungen, Corporate zusammenzubringen, dass wir eine Übersicht gewinnen, wer macht überhaupt was, wer kann was, wo kann der eine dem anderen unterstützen und helfen. Und ich glaube,
das ist dann auch wieder eine wesentliche Aufgabe des Staates, dass wir nicht sagen, wir sind im Zentrum und alles muss sich um uns drehen, sondern wir ermöglichen, dass es sich dreht. In diese Richtung sollte es gehen. Frau Bartl, Fintechs haben die Bankenwelt verändert. Können GovTechs auch die Verwaltung verändern? Hoffentlich, ja. Ich glaube, was wichtig ist, dass man von lernen. Das heißt, die Großen müssen von diesen Unternehmen einfach lernen. Und natürlich kann man es nicht eins zu eins auf sie anwenden, weil das eine, sage ich, auf der grünen Wiese, wir haben es heute schon öfters gehört, ist es natürlich leicht, etwas hinzustellen. Und das andere sind historisch gewachsene große Monolithen. Müssen wir nur an die Kernsysteme denken, was diese Unternehmen haben. Das heißt, die haben monolithische IT-Systeme, die es seit 20 Jahren gibt. Und das heißt jetzt, in eine Veränderung zu bringen. Das heißt, Schnittstellen, offene Schnittstellen anzubieten, neue Entwicklungen. Und das ist die Herausforderung, was diese großen Unternehmen haben. Was sie aber lernen können, ist die Kultur und das Leadership. Und ich spreche ganz bewusst vom Digital Leadership. Und es geht auch um die Art, wie geführt wird in der Zukunft. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben früher, und das ist in den Verwaltungsbereichen auch ganz stark, Fachexperten zu Führungskräften gemacht. Und die haben jetzt die Aufgabe, plötzlich so eine digitale Transformation zu stemmen. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen Menschen, die anders denken, die andere Methoden anwenden können, die andere Sichtweisen einbringen. Und ich glaube, es ist auch eine Riesenchance für die Gesellschaft, weil man muss nicht Angst haben, dass wir Menschen ausgrenzen, sondern wir brauchen jetzt jeden, aber in unterschiedlicher Art und Weise. Das heißt, wir brauchen die Experienced Hand, diese ältere Generation, die müssen wir nicht rausdrängen, die brauchen wir, weil die kennen die alte Welt. Und wir brauchen die Jungen, die neue Denkmuster reinbringen. Und das vernünftig und klug zu verknüpfen, das wird die Kunst werden, das beides wirklich zu benötigen und richtig einzusetzen. Und wir müssen jetzt die richtigen Menschen in die Führungsrollen bringen. Das sind andere Menschen, das sind nicht hohe Fachexperten. Die brauchen wir auch, bitte nicht missverstehen. Aber die brauchen wir in der Umsetzung dort, wo wir die Fachexpertise brauchen. Fürs Digital Leadership brauchen wir Menschen, die erstens Visionen haben, die ambitionierte Ziele haben und die wirklich den Mut haben, neue Schritte zu gehen und auch Risiken einzugehen. Und um das geht es eigentlich. Und das ist eine ganz andere Art der Führung. Und da sage ich, muss man in der Verwaltung wirklich den Mut haben, andere Menschen in Führungsrollen zu bringen und andere Organisationsstrukturen zu bauen. Das muss man, das kommt dazu noch, weil ich sage, wir sind sehr funktional und bereichsspezifisch strukturiert. Von dem müssen wir weg. Wir müssen die Silos aufbrechen, wir müssen in Netzwerke denken, wir müssen andere Strukturen finden. Es ist schon schön, wenn wir von agilen Methoden sprechen, aber agile Methoden brauchen auch die richtige Struktur dafür, dass es funktioniert. Und darf ich nur einen Punkt sagen, weil mir das immer sehr, es ist richtig, eine digitale Transformation ist nicht ein weiteres IT-Projekt, sondern es ist ein ganz starker kultureller Wandel, der unsere Gesellschaft und unser wirtschaftliches Leben betrifft. Und das muss einmal reinkommen und darum ist es auch wichtig zu überlegen, wer in diesen Organisationen so eine digitale Transformation verantwortet und auch treibt und auch da auf den holistischen Blick drauf hat. Und das sind andere Menschen und da möchte ich sagen, nicht der reine IT und CIO, sondern der muss stark in Kooperation mit einem CTO und mit einem CEO, die müssen alle übergreifend das gleiche Ziel vor Augen haben, nämlich die Vision, wo wollen wir in der Zukunft hin und wie schaut unsere Organisation der Zukunft aus. Und das braucht es. Das gilt auch für den privaten Sektor und nicht nur für den absolut. Wir brauchen wieder Träumer. Markus, ich glaube, Digital Leadership ist auch in Deutschland natürlich das Thema schlechthin. Es hat sehr viel bewirkt, Innovationsagentur, Service for Germany, Tech for Germany. Also da ist sehr, sehr viel entstanden. Aber muss denn das nicht irgendwann schlussendlich dann auch wieder in die Verwaltung hineinwirken, dass Innovation von der Verwaltung herauskommt? Es kann ja nur schwer, sagen wir mal, politisch verordnet werden, ne? Absolut. Ich meine, wir haben ja in den Ministerien viele Innovationseinheiten geschaffen. Da ist es wichtig, dass wir die miteinander vernetzen, in eine gemeinsame Arbeit bringen, eine gemeinsame Agenda voranbringen. Es gibt nicht das eine Instrument, mit dem man das herbeiführt. Das sind viele, viele Instrumente. Eins, was ich sehr gut finde, ist Transparenz. Ein Dashboard zu schaffen, in dem wir abbilden, ob Ziele erreicht werden. Denn das ganze Agilität ist ja auch kein Selbstzweck, sondern dahinter steht, dass wir relativ schnell zum Ergebnis kommen.
Und ja, wir haben in den Ministerien, in der Regierung, auf den verschiedenen Ebenen ja nicht umsonst bestimmte Rollen. Ob das Datenschutz ist, über den wir gesprochen haben, rechtliche Implikationen oder Beschaffungsthemen sind. Das gibt es nicht umsonst. Wir müssen nur dafür sorgen, durch die Agilität, dass diese Prozesse, Abstimmungsprozesse parallelisiert werden und Entscheidungen dort getroffen werden, wo sie sich stellen und unmittelbar. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir auch durch ein Dashboard nach außen sichtbar machen müssen, woran arbeiten wir eigentlich, welche Zeitleiste nehmen wir uns vor. Und das zwingt dann auch ein Stück weit mehr, zu solchen Arbeitsmethoden zu greifen. Zum Beispiel haben wir in Deutschland so ein Dashboard der Digitalisierung gemacht. Da haben wir abgebildet auf Landkreisebene, also auf Städteebene, wie weit sind wir denn jetzt bei der Digitalisierung und welche Services kann ich vor Ort denn schon nutzen? Das hat erstmal zu großen Protesten auch geführt. Also ich habe Beschwerdeschreiben bekommen, weil irgendwie argumentiert wurde, ja, das ist gar nicht richtig abgebildet, da fehlt noch irgendein Service. Ich fühle mich darin bestätigt durch diese Beschwerdeschreiben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und natürlich ist es so, niemand möchte die rote Laterne tragen. Und das sind aber so Dinge, wo dann Fragen gestellt werden, warum haben wir eigentlich diese Unterschiedlichkeit? Warum ist die eine Stadt weiter vielleicht als die andere? Oder dass der Bund noch nicht so weit wie ein anderes Bundesland? Und da ins Gespräch zu kommen, das schaffen wir durch Transparenz. Und dazu gehören auch solche Arbeitsmethoden und auch ein klares Monitoring, Controlling, dass wir Ziele erreichen und ehrlich machen, wo stehen wir. Nur dann schaffen wir auch Vertrauen. Danke, Markus. Ich hoffe, wir sehen uns am 25. und 26. Oktober in Berlin bei Digitalem Österreich, Best Practice Austria. Gemeinsam im NEGZ haben wir ja diese Konferenz, um uns weiter auszutauschen zwischen Österreich und Deutschland. Clemens, vielleicht nochmal kurz zur Stadt Wien abschließend. Was habt ihr gemacht, um die Mitarbeiter zu befähigen, so Digitallotsenkurse, Ausbildungen, damit also auch der Mitarbeiter diese Kultur nach außen trägt? Ich sage immer, wenn ein Bürgermeister oder Bürgermeisterin am Stammtisch nicht erklären kann, was eine EID ist, dann haben wir vielleicht im System verloren oder in die falsche Richtung investiert. Was habt ihr gemacht, damit jeder Mitarbeiter der Stadt Wien mir so ein Thema einfach erklären kann? Ja, vielen Dank. Wir haben zum einen in den Dienststellen selber entsprechende Personen installiert, die Digital Officer mit dem Ziel, auch dort weiter zu qualifizieren und weiter auszubilden. Und die haben vor allem auch den Sinn, dass sie genau dieses Scharnier zwischen der Fachdienststelle und der IT sein können müssen. Ja, das, was vorhin angesprochen wurde. Das heißt, der muss einerseits die Prozesse und Abläufe in der Dienststelle extrem gut kennen und andererseits eine Idee haben, was Digitalisierung beitragen könnte, um die Abläufe zu optimieren. Ja, weil wir ja genau immer in diesen Schwierigkeiten drin sind, die wir vorhin besprochen haben. Digitalisierung ist eben kein weiteres IT-Projekt, ist, glaube ich, vorhin gesagt worden und genau darum geht es. Das Zweite sind natürlich die ganzen internen Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir haben natürlich auch einen ganz großen Blick jetzt gerade wieder aktuell auf das Thema Sicherheit und Security, weil wir alle wissen, dass auch das längst kein technisches Problem mehr ist. Also es ist auch ein technisches Problem. Ja, wie schütze ich die entsprechenden Rechner auch technisch, aber es geht eben auch um Verhaltensweisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also da ist natürlich sehr, sehr viel im Werden. Das, was vorhin gesagt wurde, gilt auch für die Stadt Wien. Wir haben einen ähnlichen Altersaufbau wie, glaube ich, überall in der öffentlichen Verwaltung. Da kommen, glaube ich, auch ganz neue Generationen mit vielleicht ganz neuen Ideen und Arbeitsweisen nach, die dann vielleicht uns auch wieder ein bisschen unter Druck setzen, noch ein bisschen besser zu werden. Das kann sicherlich nichts schaden. Aber in Summe ist es das Bohren ganz dicker Bretter, auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns, genauso wie bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und da ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Pandemie tatsächlich hilfreich gewesen. Ich meine, die Pandemie ist zunächst mal eine Pandemie mit jede Menge beklagenswerter Begleiterscheinungen. Aber in dem Fall war es halt schon so, dass sie uns gezwungen hat, digital zu arbeiten. Ja, wir hatten in Wien den Vorteil, dass wir bei manchen Sachen schon Vorarbeiten hatten, die wir dann skalieren konnten, Stichwort Homeoffice, ja, das gab es alles vorher schon, aber eben auch Bürgerinnen und Bürger, die plötzlich ihre Tests elektronisch administrieren müssen, weil man ja gerade nicht wollte, dass sie sich mit der U-Bahn quer durch die Stadt bewegen und eventuell das Virus irgendwie breit verstreuen. Und da wird es weitergehen. Ja, ich glaube auch das, was der Kollege Richter vorhin gesagt hat, es gibt nicht die eine Lösung, sondern wir sind da natürlich dabei, an sehr vielen Stellen immer anzusetzen. Und ein zentrales sind sicherlich die Digital Officer in den Dienststellen.
Ja, E-Government-Konferenz Österreich, erste große Diskussionsrunde. Und lieber Reinhard, dir obliegt natürlich hier das Schlusswort in der Runde als CIO des Bundes in Österreich. Bitte. Schlusswort ist zu viel gesagt. Ich darf nur ganz kurz vielleicht eine Anmerkung noch hinzufügen. Ich stimme dem ein, was seitens Herrn Richter und allen anderen gesagt wurde, dass Digitalisierung weit über IT und Technologie hinausgeht. In dem Moment, wo ich das sage, beobachte ich allerdings, dass zumindest im Bundesbereich, da habe ich einen gewissen Überblick, wir an der Personaldecke fleißig geschnitten haben und jetzt auf einmal drauf kommen, dass die Kompetenzen fehlen und dass der Teil der Digitalisierung, der die Urteilsfähigkeit über IT und IT-Einsatz, den ich nur selber machen kann, dass der Teil auch in einem guten Bereich sehr stark in Gefahr ist. Und ich kann auch in einem Gerichtsverfahren nicht die Richterfunktion an eine Partei auslagern. Gut, ich glaube, also mit dem Stichwort können wir sehr, sehr gut dann später in die Mittagspause gehen, um das weiter zu diskutieren. Ich darf mich ganz recht herzlich bei allen bedanken, die online dabei waren, die bei mir hier physisch auf der Bühne gesessen sind. Und ich gebe wieder zurück an den Moderator, bitte. Vielen herzlichen Dank den Diskutanten, der Diskutantin. Und jetzt gibt es natürlich auch für Sie noch die Chance, Fragen zu stellen, wenn Sie was wissen möchten. Genau, bitte einfach mit der Hand hoch, wir kommen mit dem Mikro vorbei. Davor gibt es aber, glaube ich, eine Frage aus dem Stream oder mehrere Fragen. Ja, es gibt eine Frage aus dem Stream und zwar von Markus Todt. Welche Ableitungen aus dem DE-Mail-Ausstiegen wurden gemacht? An wen geht die Frage? Ist das notiert? Das wird der Markus Richter. Gehen, welche Ableitungen es gibt aus dem DE-Mail-Ausstieg, bitte. Also DE-Mail wird es ja weiter als Angebot geben und dort gibt es ja private Anbieter, die ja dieses Postfach, sage ich mal, auch weiter bespielen. Deswegen ist das eine Infrastruktur, die nicht umsonst gewesen ist. Im Gegenteil, viele, viele nutzen das ja auch. Aber wir müssen mit Blick auf die Zukunft gucken, dass wir leichtgängig das umsetzen, was wir hier gerade besprochen haben. In Deutschland im Spezifischen geht es neben der Identität auch um das Nutzerkonto, sozusagen, dass ich dort mit in der Wallet verbauen muss, damit ich eben den Rückkanal aufmachen kann. Das heißt, wenn ich einen Bescheid bekomme von einer Behörde oder sonstige Dinge, dass ich dort also das in einem Tresor quasi auch ablegen kann und mein Zeugnis künftig nicht mehr papiermäßig noch irgendwo eingescannt brauche, sondern die Datenfelder so parat habe, dass ich sie einsetzen kann. Das heißt, wir gehen stärker in die Richtung, dass wir ja Dokumente zerlegen in ihre Datenbestandteile, damit ich die dann wiederum einsetzen kann, passt genau, wo ich sie brauche. Und deswegen entwickeln wir das aktuell weiter. Und ich glaube, dass wir damit wirklich eine hybride Infrastruktur sozusagen zur Verfügung stellen, sodass jeder sein Instrument findet, mit dem er dann auch gut umgehen will. Und wie gesagt, es ist richtig, dass es auch wirtschaftlich getrieben Angebote gibt. Aber es ist auch richtig, dass wir staatlicherseits das in diese Richtung weiterentwickeln. Eine Frage aus dem Publikum. Ich glaube, da ist schon, bitte. Mikro ist noch nicht da. Mikro kommt zu Ihnen. Wir sind am Weg. Grüß Gott, Lanz, Amt der Steiermarkischen Landesregierung. Ich habe so viel das Wort Zwang gehört und faktisch aus der persönlichen Erfahrung, das Einzige, wo ich Zwang habe momentan ist, wenn ich ein Handy bekomme, ist von Google, Apple, Facebook, Amazon, weiß Gott, alles schon drauf. Wir hätten gerne einen Mittelstand, der da mitspielt. Ich frage mich, mit welcher Wertattribution? Wir haben ein Kooperationsdilemma. Ich müsste einer digitalen Identität wahrscheinlich 500 oder 1000 Euro pro Jahr zuordnen, die sich bei mir ein Mittelständler jedes Jahr abholen kann, der vielleicht in Graz wohnt. Ja. Das fehlt uns meiner Meinung nach. Das heißt, wir haben nur Umwegsrentabilitäten und lauter Großkonzerne, die uns über Umwegsrentabilitäten zwingen, unsere Daten preiszugeben. Und das Problem der reinen Identifizierung beim Ausstellen der EID ist ja das Kleinste eigentlich. Das wird immer hoheitlich lösbar sein. Das haben wir in Österreich gut gelöst, jetzt mit der ID Austria. Aber jetzt das, was dranhängt, diese Wallet-Diskussion, es wird nur was passieren, wenn es ein Geschäft ist. Und da
braucht es eine Wertattribution, die das Kooperationsdilemma auflöst. Keine Ahnung, 500 Euro, 1000 Euro pro digitaler Identität pro Jahr und ich kann mit der dorthin wandern, wo ich hin will. Wenn ich es jetzt vorab zahlen müsste, wird es keiner zahlen. Das muss wahrscheinlich herausgenommen werden über den öffentlichen Teil, über die Steuer und einer Person zugeordnet und dann kann ich damit zu meiner Gemeinde gehen, wenn die mich gut betreut, eine gute IT hat, ich kann zum Privaten gehen, wenn mich der gut betreut, ich kann bei der Stadt Wien bleiben oder ich kann das Grazer mich vielleicht in Brüssel digital anmelden. War aber jetzt mehr ein Statement als eine Frage. Gibt es noch andere Fragen im Raum? Bitte da hinten. Vielen Dank. Andreas Heig, ich habe eine Frage. Die Diskussion kam mir sehr stark nach innen gerichtet vor. Ein altes Marketing-Sprichwort sagt, tue Gutes und sprich darüber. Wie viel Energie, Zeit, Geld wird darin verwendet, diese Projekte nach außen zum Bürger, zu den Betroffenen zu kommunizieren? Vielleicht Unterschiede Deutschland, Italien. Okay, gut. Ja, eine gute Frage. Wie transportiert das Südtirol zum Bürger hin? Viel zu wenig, radikal zu wenig. Wir haben zum Beispiel, ich war letztens in einer Veranstaltung, wir haben als Südtirol Informatik circa 400 Datasets veröffentlicht, die frei genutzt werden können. Die Bevölkerung kennt, die Unternehmen kennen die. Das Portal nicht und die nutzen sie nur ganz limitiert. Es geht immer um die Nutzung der Wetterdaten, die sind immer interessant, aber viele andere Daten werden nicht genutzt. Wir kommunizieren ganz schlecht und wir werden aber auch nicht wirklich wahrgenommen und ernst genommen von denen, mit denen wir kommunizieren möchten. Markus, wie schaut die Kommunikations- und die Marketingstrategie in Deutschland aus, damit alle 83 Millionen wissen, was wir hier tun? Ja, also zunächst mal, wir haben jetzt gerade Wahlen gehabt am letzten Sonntag und deswegen war die Kommunikationskampagne runtergefahren, weil ein Zurückhaltungsgebot vor der Wahl auch existiert. Umso wichtiger ist es, dass wir da jetzt wirklich Gas geben und meine Strategie besteht nicht alleine darin, jetzt ein paar Plakate zu drucken, sondern wir müssen die Stakeholder abholen als Multiplikatoren. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass wenn wir jetzt hier über EID gesprochen haben, dass dann die Wirtschaft sozusagen das selber promotet. Wir haben große Unternehmen dabei, die quasi diese Identitätslösung bei sich auf ihrer Homepage integrieren. Das heißt, wenn ich dort einen Schrank bestellen will, dann setze ich automatisch vom Handy aus quasi diese Identitätslösung ein, ohne drüber nachzudenken. Das ist für mich die beste Werbung und insofern auch hier eine breit angelegte Information, die vor allem diese Stakeholder und die Fachöffentlichkeit in den Vordergrund stellt, finde ich richtig. Und dann wird das auch, denke ich, positiv quotiert. Eine gute Erfahrung haben wir übrigens auch mit der Open Source Community oder beziehungsweise mit der Community insgesamt gemacht, wenn es um die Corona-Warn-App bei uns in Deutschland ging. Dort haben wir ja den Source, quasi den Code Open Source gestellt und da gab es dann den Chaos Computer Club und alle haben dagegen versucht, irgendwie zu schießen und haben dann tolle Input noch gegeben, den wir mit verbauen konnten. Und die haben dann positiv drüber geredet und insgesamt hat das dann zu so einem Klima der Digitalisierung beigetragen. Und genau so eine Stimmung müssen wir generieren. Das machen wir nicht mit einer einzelnen singulären Kampagne. Butzen? Ja, nein. Sie sprechen mir wirklich Sie sprechen ein Thema an, das mir wirklich am Herzen liegt. Im Rahmen der Entwicklung der digitalen Agenda sind wir auch dabei, eine Kommunikationsstrategie diesbezüglich zu erarbeiten. Das bedeutet, dass man auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Stakeholdern natürlich kommunizieren will. Da geht es um Langfristpläne, was gedenke ich alles in Zukunft im Bereich Digitalisierung umzusetzen, aber auch ganz konkret. Beispiel, zum Beispiel ein Groß- und Beitragsverfahren geht und wo wir sehr, sehr tolle Resultate ganz einfach erzielen. Bis jetzt haben wir es nicht geschafft, diese Sachen richtig zu kommunizieren, aber wir müssen das tun. Wir müssen sagen, welche Benefits mehr oder weniger dahinter wir freisetzen können, wenn wir entsprechend digitalisieren. Und da müssen wir auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr tun. Da? Bei uns stellt sich das Problem zum Glück nicht, weil wir transportieren das mental über 5G jede Nacht und dann sind die Bürger am nächsten Morgen wieder vollumfassend informiert.
Also wir haben das elegant gelöst. Nein, Spaß beiseite. Das Problem bei uns ist genau das gleiche wie in Tirol. Die Dienste, die bei uns, die digitalen Dienste, die bei uns nicht genutzt werden, die werden nicht genutzt, weil sie schlecht sind, sondern weil sie einfach nicht bekannt sind. Dort liegt das Grundproblem. Und dort müssen wir einfach noch viel mehr kommunizieren. Also der lange Rede, kurzer Sinn oder die kurze Antwort, eigentlich machen wir noch viel zu wenig. Das wäre der richtige, einfache Kommunikationskanal mit der Wirtschaft? Sich Testimonials aus der Wirtschaft zu holen, also Leute, die wirklich gute User sind, die positive User Experience haben, die einzusetzen, auch als Werbeträger, wo ich sage, die sind authentisch, die können das, ihre persönliche Erfahrung auch mitteilen und auch in der Community. Also ich glaube, man muss über Leute gehen, die selber User sind und nicht sagt, ich stelle mich hin und sage euch, wie ihr es erleben wird. Nein, ich muss jemanden hinstellen, der es erlebt hat und authentisch von seinen Erfahrungen berichten kann. Also ist eine Möglichkeit. Eine berühmte Möglichkeit. Bergbäuerin, die auch die Frau Bundesminister schon erwähnt hat. bitte, Rainer. Ich weiß nicht, ob der Staat oder die Verwaltung da hier eine Ware verkauft, die er dann bewerben sollte, sondern es ist vielmehr die Aufgabe, die Betroffenen in die Diskussion, in die Awareness hineinzubringen und stückweise, wenn Sie etwa an die Diskussion über das Remote Learning in den Schulen denken, gelingt das. Und genau das muss mit anderen Dingen auch gelingen, dass Anteilnahme und mit, letztendlich dann auch Mitgestaltung stattfindet. Wir haben da nicht sozusagen etwas zu verkaufen und kriegen dann mehr Revenue, wenn es mehr nutzen. Das ist ja nicht Sinn der Verwaltung. Sinn der Verwaltung ist, ein besseres Angebot zu machen und das Angebot wird nur dann besser, wenn es Anteilnahme gibt. So, die eine Frage war noch im Chat, bitte. Nicht im Chat, ich glaube in der dritten oder vierten Reihe hier auf diesem Flügel. Das ist die letzte, die wir aus Zeitgründen machen können. Bei dem Herrn, genau. Vielen Dank. Ich habe sehr viel in Diskussionen über die Top-Down-Policies gehört und wenig von den Bottom-Up-Ideen. Und daher meine Frage, gibt es überhaupt Überlegungen und Initiativen, wie die Zivilgesellschaften sich einbinden können, um den Vertrauen zu bilden? Danke. Gibt es jemanden, an den das konkret adressiert ist oder jeder, der sich berufen fühlt? Markus, Zivilgesellschaft Deutschland? Ja, absolut. Ich habe gerade das Beispiel GovTech Campus bei uns gebracht, in dem auch die Zivilgesellschaft eine ganz wichtige Rolle spielt, denn dort werden oftmals Probleme, Herausforderungen artikuliert, wo wir Antworten drauf finden und gemeinsam finden müssen. Und deswegen brauchen wir eine neue Form der Partizipation. Wir haben auch gerade unter dem Kontext eine Plattform geschaffen, um so eine Kommunikation ein Stück weit zu strukturieren. Und ja, ich glaube auch, dass wir in Entscheidungsgremien, die wir ja alle haben in unseren Ländern, stärker diese Perspektive einbeziehen müssen. Deswegen finde ich es richtig, dass wir das zum Beispiel in Deutschland in relevanten Abstimmungsgremien stärker tun. Und da ist noch viel Effizienz zu heben, sage ich mal, in diesem Dialog. Das muss strukturiert sein und das sind so Instrumente dafür, die man dafür nutzen kann. Zivilgesellschaft? Ja, sehr interessantes Thema. Ich würde mal so sagen, es ist uns ja allen bekannt, welche Ressourcen wir Probleme wir in der öffentlichen Verwaltung im Grunde haben. Ja, wir haben nicht die IT-Kapazitäten, die wir bräuchten, um all das Programm anzugehen, was im Grunde vor uns ist. Deswegen muss man sich, denke ich, auch anders aufstellen, umdenken. Und das bedeutet ganz konkret zum Beispiel, wie kann ich mit Forschungseinrichtungen, Institutionen wie Universität oder Firmen, die innovativ sein können, ganz gezielt zusammenarbeiten, weil ich damit Themen adressieren kann, die ich ansonsten mit meiner Hausmannschaft, sage ich mal, ganz einfach nicht machen kann. Das ist etwas, was wir ganz konkret auch angehen. Wie kann ich strukturiert, auch mit einer entsprechenden Governance, mit entsprechenden Strukturen, wie kann ich solche, wie soll man das sagen, Ideengeber, Firmen besser mit einbeziehen?
Von mir ganz eine praktische Seite. Ich bin immer sehr pragmatisch in dem Angang. Ich stelle mich immer, rede immer allen Fragen. Und ich liebe es, und ich werde es im Oktober wieder machen, einen Jugendverein, Jugendclub einfach zur Verfügung stehen und sagen, was ist digitale Transformation? Denn ich bin immer noch der Meinung, zwei Sachen, wir haben sie noch nicht verstanden oder nicht alle haben es verstanden, wie tiefgreifend das ist, wie es unser Leben verändern wird. Und es gibt, sie ist unausweichlich. Es gibt keine Alternative. Wir können nicht sagen, wir transformieren nicht. Das geht nicht. Und deswegen ist mein Angebot immer, und ich versuche es so oft wie möglich zu machen, hinzustellen und sagen, ich sehe folgende Elemente. Es wird sich in der Schule, für die Schule muss sich ändern, die Ausbildung muss sich ändern, die Arbeitsmodelle werden sich ändern. Wir bekommen nicht nur neue Prozesse, das ist für mich immer schade, wenn man nur über Prozesse diskutiert und nicht über neue Businessmodelle der öffentlichen Verwaltung. Und das, deswegen stelle ich mich dem einfach in ganz pragmatisch mit meinem Gesicht und meinem Schmäh. Clemens Himpeler, Stadt Wien hat ja eine langjährige Tradition in der Einbindung der Zivilgesellschaft, in der ganzen Smart City Strategie. Ja, und auch in der digitalen Agenda Wien, die ebenfalls partizipativ entstanden ist, schon in der Entstehung. Und ich glaube, das ist auch der einzige sinnvolle Weg, dass man von Anfang an versucht, die Stimme mit abzuholen und die Bedürfnisse mit abzuholen. Vielleicht noch ein zweiter Punkt, die sich sozusagen mit der Frage davor auch deckt. Wie kommt man an die Menschen ran? Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Wir haben an den Teststraßen jetzt die aktive Ansprache Richtung Handysignatur. Dort sind die Menschen eh und sie können sich dann eben auch den Green Pass gleich runterladen mit der Handysignatur. Also sie haben gleich auch noch eine Funktion, die sie sozusagen anwenden können. Das ist, glaube ich, kommunikativ fast wichtiger als manch anderes. Dieter, wird Zivilgesellschaft bei der Entwicklung mit eingebunden in der Schweiz? Ja, selbstverständlich. Was wir aber auch machen, weil die Frage lautet ja ursprünglich top-down versus bottom-up. Also ich bin ein starker Verfechter, dass bottom-up in der Digitalisierung ein wichtiger, ein richtiger Weg ist, oft der richtige, weil man einfach viel näher an den Bürgern, an den Unternehmen, an den Bedürfnissen ist. Also bei uns läuft das unter dem Stichwort Gemeinden als Testlab. Wir entwickeln Lösungen auf kommunale Stufe zuerst mal. Dort muss es auch möglich sein, dass eine Lösung scheitert, ohne dass die Gemeinde da den Schaden trägt. Also wir werden über DVS, über die digitale Verwaltung Schweiz in den nächsten Jahren 15 Millionen Franken bereitstellen, um eben genau solche Projekte zu stützen. Und einige der besseren Initiativen im Bereich E-Government sind genauso entstanden. E-Umzug beispielsweise auf kommunaler Stufe, dann mehrere Gemeinden, Regionen, die sich das zusammengeführt haben, dann ein Kanton, dann mehrere und jetzt ist es eine Bundeslösung. Ich bin ein starker Verfechter dahingehend, dass diese Möglichkeit gegeben sein muss, dass man von unten nach oben gute bürgernähe, nahe, innovative Digitalisierungslösungen entwickeln kann und dass das Risiko zu scheitern dann ein bisschen abgefedert wird, weil sonst wird es zu wenig oder nicht gemacht. Reinhard, Zivilgesellschaft, wichtiger Partner? Ja, und es funktioniert in manchen Bereichen, Datenschutz etwa, ohnehin, wenn Sie daran denken, wer tritt auf, dann ist da die Zivilgesellschaft sehr, sehr wohl dabei, vor allem deswegen, weil die Medien auch dabei sind. Und es wäre, glaube ich, der falsche Weg, wenn es der Staat anfängt, die Zivilgesellschaft zu organisieren. Sondern da muss schon der Weg auch wirklich des Herantretens von unten sein. Und so wie das auch seitens der Schweiz genannt wurde, ich glaube, das offene Ohr für derartige Stimmen ist gegeben. Aber es kann nicht sein, dass der Staat jetzt sagt, das ist die Rolle der Zivilgesellschaft. Ja, ich danke für die Fragen auch aus dem Chat und wünsche mir viele offene Ohren und Gespräche dann auch in den Pausen untereinander. Bitte. Vielen herzlichen Dank unseren Diskutantinnen und Diskutanten und vielen Dank, Christian Rupp. Wir machen auf der Bühne jetzt einen fliegenden Wechsel, denn bei uns haben wir gerade das große Ganze angeschaut, werden auch jetzt das große Ganze von Südtirol bis nach Berlin
auch nochmal durch die Linse anschauen und genau fotografieren. Und dann schauen wir uns das Lokale an. Wir schauen uns nämlich an, was Kärnten so drauf hat, was die Kärntner Gemeinden in puncto Digitalisierung am Kasten haben, was sich hier tut. Und dafür holen wir einen rauf, der es wissen muss, und zwar Landtagsabgeordneten Luca Burgstaller. Geschätzte Damen und Herren, als erstes erlauben Sie mir, Sie alle recht herzlich im Namen des Landes Kärntens in unserem Bundesland willkommen zu heißen. Es ist das für uns eine sehr, sehr große Ehre, dass Sie für diese Ihre heutige Konferenz unser Bundesland als Standort ausgewählt haben. Wir haben uns dafür, auch wenn Ihnen das hierherin sitzend wahrscheinlich wenig bringt, auch Mühe gegeben, um Ihnen das beste Wetter zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, Sie können das heute oder morgen später dann auch noch etwas nützen. Ich habe auch die höfliche, aber doch klare Botschaft verstanden. Immer dann, wenn die Politiker die Letzten sind, die vor dem Mittagessen reden, dann bin ich mir das bewusst, was das für meine Redezeit bedeutet. Werde ich mich versuchen, kurz zu halten, aber erlauben Sie mir trotzdem ein paar Ausführungen. In Ihrem Programm steht Landesrat Daniel Fellner, wie der Moderator gesagt hat, das bin ich nicht. Er ist leider gestern kurzfristig erkrankt und Sie müssen heute sozusagen mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist auch einigermaßen erträglich. Er hat mich gestern gebeten, als Vorsitzender des Gemeindeausschusses heute zu dieser Veranstaltung zu kommen. Erlauben Sie mir vielleicht ein paar grundsätzliche Gedanken, bevor ich dann noch einige konkrete Projekte, die wir in Kärnten und mit den Kärntner Gemeinden umgesetzt haben, dann noch ausführen darf. Ich glaube, die Politik steht jetzt am Beginn der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts vor zwei ganz großen Herausforderungen. Das ist einerseits der vom Menschen gemachte Klimawandel und die dadurch notwendig gewordenen Maßnahmen, die wir setzen müssen. Und das ist auf der anderen Seite die Digitalisierung. Ich sage, ich bin der Meinung, dass wir in Österreich, aber wahrscheinlich auch in Europa, in beiden Bereichen noch nicht da sind, wo wir gerne sein würden, und dass wir, glaube ich, in beiden Bereichen aufs Tempo drücken müssen. Ich glaube, was die Digitalisierung betrifft, steht die öffentliche Hand und die Politik vor zwei ganz großen Herausforderungen. Das ist das auf der einen Seite das Bereitstellen der dafür notwendigen Infrastruktur. Ich glaube, wir haben in den letzten 1,5 Jahren in dieser Pandemie immer wieder in den verschiedensten Videokonferenzen gehört, und ich habe fast keine ohne diese Frage erlebt, can you hear me? Diese Verbindungsprobleme, gerade auch in ländlichen, aber nicht nur dort, Verbindungsprobleme und der Ausbau der Infrastruktur, ich spreche hier vor allem von einer leistungsfähigen Glasfaseranbindung, das ist etwas, was für uns von großer Bedeutung ist und wo wir auch in Kärnten mit der Technologiereferentin auch ganz klar den Ausbau des Glasfasernetzes als öffentliche Aufgabe definiert haben. Und auf der anderen Seite, und das haben wir jetzt, ich auch am Ende dieser Diskussion schon von den Diskutanten gehört. Es ist auch die Akzeptanz. Wir haben oft mehr technische Möglichkeiten, als sie dann am Ende des Tages von der Bevölkerung auch wirklich genutzt werden. Ich glaube, wir müssen in dieser Akzeptanz, in dem Annehmen von technischen Möglichkeiten, die es gibt, auch als Politik in der Vermittlung noch einiges tun und hier auch an Tempo zulegen. Ich sehe aber in diesen Bereichen vor allem auch drei große Herausforderungen, die wir haben, und drei sozusagen Sollbruchstellen, die wir auch als Politik auch im Vorhinein ergreifen müssen, damit Digitalisierung in diesem Land, im Bundesland Kärnten, aber auch in Österreich ein großer Erfolg wird. Das ist auf der einen Seite die Schere zwischen ländlichen und städtischen Gebieten. Und ich habe vorher das Glasfasernetz und den Ausbau des Glasfasernetzes angesprochen und gesagt, dass wir in Kärnten das als öffentliche Aufgabe sehen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diese so zentrale Infrastruktur im 21. Jahrhundert auch als öffentliche Hand vorantreiben. Würden wir es nur der reinen Marktlogik überlassen, dann hätten wir in den urbanen, in den städtischen Gebieten relativ rasch einen guten Ausbau, aber in vielen ländlichen Gebieten würde es Jahrzehnte dauern, wenn wir es dort überhaupt zustande bringen. Und ich glaube, dass gerade dieser Weg der Digitalisierung für ländliche Gebiete, und Sie kennen vielleicht das Mölltal, das Lesachtal in Kärnten,
Das sind Täler, die von dieser Entwicklung, wenn wir die Infrastruktur dort bereitstellen, ganz, ganz erheblich profitieren können. Ich habe gerade vor 2 Wochen im Lesachtal ein wirklich nicht als Zentralraum zu bezeichnendes Tal in Kärnten, falls Sie es nicht kennen, jemanden getroffen, einen in Wien lebenden IT-Unternehmer aus dem Lesachtal stammend, der sich jetzt im Lesachtal, weil wir dort auch die Infrastruktur in den letzten Jahren geschaffen haben, ansässig gemacht hat und eine Zweigstelle seines IT-Unternehmens dort eröffnet hat. Der zweite Punkt ist auch, dass wir Digitalisierung auch als eine soziale Verantwortung sehen, dass wir auch auf diesem Weg der Digitalisierung alle Menschen mitnehmen, dass wir nicht nur darüber sprechen, was die Gefahren sind, dass wir vielleicht Menschen, die weniger verdienen, die vielleicht auch mit der Digitalisierung etwas weniger am Hut haben, ob es die Kassierin im Supermarkt ist oder der Bauarbeiter, dass wir auch diese mitnehmen auf dieser Transformation zu einem digitalen Land und zu einem digitalen Bundesland. Und ich glaube, hier müssen wir im Bildungssystem auch sehr früh anfangen, dass auch im öffentlichen Bildungssystem diese Digitalisierungskompetenzen bestmöglich zu vermitteln und diesen Menschen und den Kindern beizubringen. Ich war sehr erfreulich vor 2 Jahren im ersten Kindergarten in ganz Österreich, den wir in Kärnten im Lakeside-Park, das wird Ihnen ein Begriff sein, eröffnet haben, wo wir Kindern im Kindergarten bereits erste Sensibilisierung und den ersten Kontakt mit Programmieren beibringen, das in einer spielerischen Art und Weise. Das geht dann weiter in den Volksschulen, in den Mittelschulen, wo es, glaube ich, so entscheidend ist, dass wir diese digitalen Kompetenzen dort auch entsprechend vermitteln können. Und das ist eine dritte sozusagen Bruchstelle, und nämlich die zwischen junger Generation und älterer Generation. Die Geschäftsführerin der VHS Kärnten, Beate Gfehrer, wird das dann in Anschluss an mich noch genauer ausführen. Wir haben hier in Kärnten auch ein, ich glaube, doch beispielgebendes Projekt für Österreich gestartet, wo wir unter Einbeziehung der Kärntner Gemeinden auch der Generation 60+, diese digitalen Fähigkeiten vermitteln müssen. Ich glaube, wir dürfen nicht warten, sozusagen, bis die weg sind und die Jungen dann diese Fähigkeiten sowieso von klein auf mitnehmen. Nein, wir müssen das auch dieser Generation beibringen. Wir müssen hier das auch vermitteln, was hier die Möglichkeiten und Chancen sind, damit auch sie davon profitieren können. Und wir haben das gerade auch in den letzten 1,5 Jahren gesehen, dass wir noch großen Aufholbedarf haben, sei es die Anmeldungen für Corona-Testungen, Corona-Impfungen. Wir haben gesehen, dass sehr große Teile der Bevölkerung damit auch noch Schwierigkeiten haben. Ich glaube, um das abzuschließen, und das ist die große öffentliche Herausforderung, die die Politik wahrnehmen muss, dass wir die Chancen dieser Digitalisierung über das streichen, was die Herausforderungen und möglichen Gefahren sind, dass wir die Herausforderungen kennen, darüber sprechen, aber nicht, dass am Ende des Tages von der Digitalisierung hängen bleibt, dass wir tausende Arbeitsplätze nur verlieren. Nein, wir müssen, glaube ich, auf der anderen Seite die Chancen ergreifen, die sich dadurch ergeben. Und das ist ein ganz, ganz ein wesentlicher Standortfaktor, den wir in Österreich und vor allem in Kärnten auch setzen können. Kärnten hat dafür, und ich glaube, Villach ist ein prädestinierter Standort, deshalb auch für Ihre heutige Konferenz, in den letzten Jahren sehr, sehr viele Betriebe in diesem Bereich angesiedelt, wo wir einfach sehen, wie ein Bundesland davon profitieren kann, wenn wir in diese Bereiche investieren. Vielleicht abschließend noch zu meinem Redebeitrag. Ich glaube, wenn wir über die Akzeptanz von digitalen Maßnahmen und Möglichkeiten sprechen, dann sind es die Gemeinden, die ein ganz, ganz wesentlicher Faktor in der Vermittlung dessen sind. Ich kann mich gut erinnern, jetzt auch, ich hoffe doch irgendwann dann einmal am Ende der Corona-Pandemie, jetzt, wenn die Menschen dann 2-mal geimpft sind und die ältere Generation, die zwar ein Smartphone zu Hause hat, aber vielleicht nicht bis ins Detail und bis ins letzte Detail damit umgehen kann, sie jetzt diesen grünen Pass auf ihr Handy installieren wollen. Wenn ihnen das zu Hause nicht gelingt, sie möglicherweise keine Kinder und Enkelkinder zu Hause haben, die das auf ihrem Handy installieren können, oder sie nicht fragen wollen, warum auch immer, dann führt ihr Weg auf die Gemeinden. Und dort sind es im Bürgerbüro die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, die dann diese Generation und diesen Menschen helfen, das zu installieren. Und das zeigt ganz einfach auch, in der Vermittlung dieser Dinge brauchen wir die Einbindung der Kärntner Gemeinden. Und das haben wir erkannt. Und deswegen haben wir eine Reihe von Maßnahmen und Initiativen in den letzten Jahren auf die Wege gebracht. Ich darf einige davon noch kurz exemplarisch nennen. Es ist das zum Beispiel die Plattform Ideen für Kärnten, wo wir ein sehr niederschwelliges Angebot über eine Internetplattform eingerichtet haben, wo die Menschen aus ganz Kärnten ihre Ideen, ihre Anregungen für die Verbesserung von Gemeinden einbringen können. Das wird dann an die zuständigen Stellen weitergeleitet und in einem Wettbewerb
der jetzt vor rund einem Monat stattgefunden hat, werden dann die besten Ideen aus dieser Plattform prämiert und einige davon sind auch schon in Umsetzung. Das zeigt uns, wie digitale Möglichkeiten auch Bürgerbeteiligung ermöglichen können und damit in weiterer Folge auch das demokratische Verständnis und die Akzeptanz von Menschen in diese demokratiepolitisch so wichtigen Prozesse verbessern kann. Ein zweiter Punkt ist, das haben wir vor rund eineinhalb Jahren in Kärnten ins Leben gerufen, die Gemeinde-App, wo alle kommunalen Dienstleistungen gebündelt in einer App mit einem Klick abrufbar sind, wo sich aber auch lokale Vereine und Unternehmen einklinken können, ihre Informationen dort bereitstellen können, aber auch, was eine sehr gute Möglichkeit ist, um den direkten Kontakt zwischen Gemeinden und Bürgerinnen und Bürgern herzustellen. In Kärnten haben wir leider immer mehr Unwetterereignisse und so bietet diese App beispielsweise auch Möglichkeiten, direkt von der Gemeinde, vom Bürgermeister, Push-Nachrichten an die Bürgerinnen und Bürger zu senden, etwa wenn es eine Straßensperre, Murenabgang oder andere Dinge gibt. Wir haben, und da hat uns eher jetzt diese Pandemie, die wir in den letzten eineinhalb Jahren erlebt haben, etwas dazu bewogen, schneller zu sein. Das ist im Bereich der digitalen Sitzungen. Wir haben viele Gemeindevertretungssitzungen jetzt auch im digitalen Raum abhalten müssen. Hier waren natürlich, und das möchte ich auch sagen als ein Vertreter der Legislative, hier waren auch Gesetzgebungsmaßnahmen notwendig. Das zeigt aber nur eines, welches Zusammenspiel es im öffentlichen Bereich gibt, um all diese Entwicklungen zu ermöglichen. Hier muss auch der Gesetzgeber nachdenken, was wollen wir, wie weit wollen wir gehen. Und das haben wir in Kärnten in den letzten Jahren versucht, in einem Balanceakt so zu machen, dass wir einen Teil von Sitzungen von demokratisch gewählten Organen im Online-Bereich möglich gemacht haben. Das waren die Gemeindevertretungen, das waren beispielsweise Regierungssitzungen, die wir digital ermöglicht haben. In anderen Bereichen, Landtagssitzungen, haben wir das noch nicht getan. Da wird das aber auch, ich denke, ein Denkprozess auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sein. Und abschließend, wo wir gerade auch in einem laufenden Prozess sind, das sind IoT-Lösungen, beispielsweise für die Fernauslesung von Wasserzählständen, für die Bewässerung von Parkanlagen, aber auch für die Beobachtung von Straßenzuständen im Winterdienst. Also all das, da sind wir in einem Prozess, um unsere Gemeinden sozusagen in Kärnten noch smarter zu machen, diese Effizienz weiter zu steigern. Weil was wir am Ende des Tages sehen, und das kann ich auch aus meiner Heimatgemeinde berichten, wo wir schon sehr weit fortgeschritten sind in dieser smarten Gemeinde, dass es auch am Ende des Tages in der Servicierung der Bürgerinnen und Bürger meist eine Verbesserung bedeutet, wenn wir die auch auf diesem Prozess mitnehmen, wenn die Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot, was wir bereitstellen, auch annehmen, nämlich immer unter dem Motto, im Rathaus, im Gemeindeamt sollen nicht die Menschen laufen, sondern die Akten und das am besten in einem digitalen Raum. Ich darf mich abschließend noch einmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Konferenz heute und morgen. Kärnten ist immer ein guter Boden für gute, für neue, für innovative Ideen. Ich bin überzeugt, Sie werden die heute und morgen haben. Und ich kann Ihnen auch im Namen des Landes Kärnten unsere Unterstützung auch für Ihre zukünftige Tätigkeit zusagen. In diesem Sinne eine gute Konferenz. Haben Sie eine gute Zeit in Kärnten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Burgstaller, und wir schauen uns eines dieser Kärntner Projekte jetzt gleich genauer an. Und zwar ist das eine Bildungsoffensive, die für die Generation 65 plus gestaltet wurde. Und dazu begrüßt man von der Volkshochschule Kärnten Beate Gfrerer. Ja, sehr geehrter Abgeordneter, geschätzte Damen und Herren, es ist immer eine sehr undankbare Aufgabe, wenn der Magen knurrt, noch ein paar Worte zu einem Projekt zu sagen. Aber ich freue mich, dass ich dieses Projekt, dieses innovative Bildungsprojekt vorstellen darf. Wir haben dem Podium ja sehr genau gelauscht und sind draufgekommen. Und Sie wissen, dass aus Ihrer täglichen Praxis Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Eingangs möchte ich ganz kurz über die Zielgruppe dieses Projektes und ihre Lebenswelt sprechen. Und ich habe dafür exemplarisch zwei Personen ausgewählt, Anna und Hans Bürger. Sie sind 75 und 78 Jahre alt und leben in einer Kärntner Gemeinde in Feistritz. Hans arbeitete von der Lehrzeit bis zur Pensionierung bei einem angesehenen Betrieb in Feistritz und Anna, nachdem die Kinder alt genug waren, als Bürokraft auf der Gemeinde. Beides schon wieder eine Weile her. Für Hans war die Digitalisierung während der Arbeitszeit wenig spürbar.
Die technischen Entwicklungen kamen schleichend und er lernte sich Learning by Doing an, was er können musste. Anna hat die Entwicklung von der Schreibmaschine bis zum PC mitgemacht. Die Programme und Arbeitsschritte, die sie in der Arbeit gebraucht hat, hat sie beherrscht. Wenn es kniffliger wurde, hat sie hilfsbereite Kolleginnen um Hilfe gebeten. Groß auseinandersetzen wollte sie sich mit diesen neuen Dingen nicht mehr. Mittlerweile sind beide schon lange im Ruhestand. Hans' Leidenschaften sind die Feuerwehr und der SV Viktoria Feistritz. Anna singt im Chor und gartelt leidenschaftlich gerne. Dann und wann kommen die beiden Kinder mit den Enkelkindern zu Besuch. Beide besitzen Smartphones. Hans sieht es aber ohnehin mehr als Plage, ganz selten, dass er damit telefoniert. Anna ein bisschen mehr. Sie nutzt ein paar Apps, die ihr ihre Tochter gezeigt hat, unter anderem die Wetter-App und WhatsApp. Ich bin mir sicher, dass Hans und Anna ihnen sehr bekannt vorkommen. Viele ältere Menschen besitzen Smartphones, Laptops oder PCs, die sie eingeschränkt nutzen können. Für mehr gab es bis jetzt keinen Bedarf. Bis jetzt. Durch Corona und der damit einhergehenden verstärkten Digitalisierung wurden vielen älteren Menschen klar, dass sie diese nicht einfach aussitzen können, sondern dass sie täglich mehr Platz in unserem Alltag einnimmt. Es gab heute schon einige Beispiele dafür, drei führe ich noch an. Am deutlichsten spürbar, und das war ja schon vor Corona, war die Schließung von Bankfilialen. Ohne Online-Banking ist man sehr eingeschränkt. Anmeldungen zu Corona-Testungen oder Impfungen wären online am einfachsten gegangen, wenn man weiß wie. Das In-Kontakt-Bleiben war vielfach nur über Telefonie, Videotelefonie möglich. Investitionen in Digitalisierungsprozesse und in E-Government machen sich nur bezahlt, wenn viele Menschen sie in Anspruch nehmen. Fatal ist es für jene Mitbürgerinnen, die sich nicht mehr auf die neuen Technologien einlassen können. Sie werden zunehmend von gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen, können Dinge des täglichen Bedarfs nur erschwert mit externer Hilfe oder gar nicht mehr bewältigen. Fazit auf der Hand. Digitale Fähigkeiten sind auch und gerade für die Zielgruppe 60 plus von elementarer Bedeutung. Wir dürfen die Augen nicht verschließen und müssen aktiv auf sie zugehen. Wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass sich alle Bürgerinnen 60 plus grundlegende digitale Fähigkeiten aneignen können, um den Alltag zu bewältigen, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, um Geschäfte zu erledigen, um online zu lernen oder auch, um sich sinnvoll zu beschäftigen. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Die Kärntner Volkshochschulen, seit über 65 Jahren die Expertinnen in der Erwachsenenbildung. Jährlich über 3000 Kurse und knapp 25.000 Teilnahmen. Unser Bildungsauftrag lautet niederschwellig, abholend und aufsuchend. Wir verstehen uns als Bildungsnahversorger und sind mit unseren Kursen und Projekten bereits jetzt in über 60 Gemeinden vor Ort für alle Bevölkerungsgruppen tätig. Mit WebFit gehen wir speziell auf die Personengruppe ein, die nicht mehr in Aus- und Weiterbildungsprogramme am Arbeitsplatz eingebunden ist und auch keinen Zugang zu öffentlichen oder beruflichen Förderungen hat. Erfahrene Menschen lernen, weil sie wollen, nicht weil sie müssen. Diesen Anforderungen tragen wir Rechnung, indem wir Inhalte vermitteln, die für sie von Nutzen sind und die ihnen den Alltag erleichtern, indem wir Berührungsängste abbauen, indem wir Trainerinnen haben, die mit ihnen auf Augenhöhe arbeiten und auf ihre individuellen Fragen eingehen. Für diese Zielgruppe ist auch Spaß am Lernen und das Knüpfen von sozialen Kontakten wichtig, ebenso wie sich in der Gruppe auszutauschen. Mit dem VHS-Mobil, das Sie vielleicht am Eingang schon gesehen haben, sind wir vor Ort in den Gemeinden präsent. Es handelt sich um einen Anhänger, der als kleiner Seminarraum mit 6 Lernplätzen ausgestattet ist. Hier können digitale Coachings stattfinden. Das Angebot besteht aus 3 Säulen. Säule 1 ist die Kompetenzanalyse und Beratung. Der digitale Wissensstand der Generation 60 plus wird mittels Fit für Internet Digimeter gemeinsam mit dem Trainer und einem abschließenden persönlichen Gespräch festgestellt. Teil 2 ist ein
sehr kommunikativer Teil. Es geht um das Café Digital. Es handelt sich um einen Einführungskurs für Internet-Einsteigerinnen. Die ältere Zielgruppe kommt mit dem eigenen Handy und wird von der Gemeinde mit Kaffee und Kuchen versorgt, und mit einem Trainer werden Grund- und Basiswissen vermittelt. Teil 3 bezieht sich dann auf die Ergebnisse des Fit4Internet-Digimeters. Teil 3 sind Aufbaukurse und Anfängerinnenkurse, und hier werden die Personen dann in Kleingruppen auch unterrichtet. Wir sind heute mit dem VHS-Mobil vor Ort, wie gesagt. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich ein Bild von unseren Leistungen und Angeboten machen. Wir transferieren unsere Ideen, unsere Inhalte auch gerne in andere Bundesländer. Ich weiß, dass es auch in Ihren Bundesländern Erwachsenenbildungseinrichtungen gibt, und ich denke, da ist man immer sehr gut aufgehoben. Schlussendlich möchte ich mich bei Landesrat Daniel Fellner bedanken, und auch bei dem Verein Fit for Internet, Ulrike Domani-Funtan, Paul Brich oder Emilia Schützenhofer, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Und ich bin sehr stolz, dass wir damit Österreich eine Vorreiterinnenrolle einnehmen. Ich möchte mich auch bedanken. Ich sehe hier im Saal den Bürgermeister der Gemeinde Neuhaus, Patrick Skubel, und seine Amtsleiterin Regina Widl, die beide wirklich sehr hinter dem Projekt gestanden sind und bei denen wir dieses Projekt auch pilotieren durften. Ich glaube, dass Sie auch für Fragen zur Verfügung stellen werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, erfolgreiche Tagungen. Und vergessen Sie nicht, Weiterbildung ist der Schlüssel und die Grundlage für den Erfolg. Und die Grundlage, damit man sich weiterbilden und dazulernen kann, ist, dass man gut versorgt ist mit Nährstoffen. Und das Thema gehen wir jetzt an. Wir gehen in die Mittagspause bis circa 13.30 Uhr, wenn wir das Ganze machen. Für Sie gibt es draußen jede Menge zu essen und zu trinken. Soll es Ihnen draußen zu eng sein, das Ganze wird in 2 Stockwerken angeboten. Das heißt, einfach ins andere Stockwerk ausweichen, dann sollte für jeden genug Platz bleiben. Lassen Sie sich schmecken und bis später.